Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie zugeschaltet sind zum zweiten Karlsruher Präventionsgespräch, Untertitel Rauchentwöhnung, Utopie oder machbar. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, diese Veranstaltung in der jetzigen Zeit als Online-Veranstaltung zu realisieren. Und ich bedanke mich bei der Gelegenheit auch bei Baden TV für den Support. Und ich würde Ihnen gerne die Referenten vorstellen. Wir haben einige interessante wissenschaftliche Beiträge vorbereitet für Sie, um das schwierige Thema, wie kommt man vom Rauchen weg? Wollen die Menschen das überhaupt? Welche Verfahren gibt es? Wie aussichtsreich ist das? Wie gefährlich ist das? Und welche Rolle spielt die Sucht, umfassend von verschiedenen Seiten zu beleuchten und ein bisschen aber auch den Fokus auf die Zigarettenersatzprodukte wie E-Zigarette und Tabakerhitzer zu legen, die in der Öffentlichkeit ja heiß diskutiert werden. Dieses Thema ist auch in Zeiten der Pandemie wichtig, weil viele Menschen an den Folgen der Tabakmissbrauch, Tabakzigarettenrauchen versterben. Und darüber werden wir auch ein bisschen reden in diesem Seminar oder wie man das nennt. Die Referenten darf ich ganz kurz vorstellen. Der erste Referent ist bei mir hier im Studio freundlicherweise angereist, damit wir hier wenigstens zu zweit sind. Der Professor Dr. Knut Kröger, Chefarzt der Klinik für Angiologie, also Gefäßmedizin im Helios Klinikum Krefeld. Er hat sehr viel mit Gefäßkrankheiten zu tun, so wie er auch wie wir in der Gefäßchirurgie und ist ein absoluter Experte auch in den Analysen der Studien und der Risikoanalyse für Gefäßerkrankungen. Ein weiterer Referent, wo ich mich sehr freue, dass er zugesagt hat, der Privatdozent Dr. Tobias Rüther aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Leiter einer Spezialambulanz für Tabakabhängigkeit, das gibt es gar nicht überall, an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Herzlich willkommen, Herr Rüther. Dann haben wir eine wahrscheinlich Ihnen schon bekannte, auch bekannte Kollegin, die Frau Professor Dr. Ute Mohns. Jetzt Professur für kardiovaskuläre Epidemiologie des Alterns, aber ausgewiesene Expertin auch im Bereich der Krebsprävention zu dem Thema European Fight Against Cancer, also ein bisschen die Perspektive über Deutschland hinaus in die EU. Dann haben wir Frau Dr. Elke Pieper eingeladen und freuen uns, dass Sie auch dabei sind. Vielen Dank. Vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Dort werden toxikologische Analysen gemacht und da werden Messungen gemacht, deren Ergebnisse doch sehr wichtig sind als Grundlage für die Diskussion und Bewertung dieser ganzen Produkte. Und zuletzt freue ich mich ganz besonders auch, einen Pneumologen dabei zu haben, also einen Lungenfacharzt. Der Dr. Thomas Hering hat also in Berlin ist Facharzt für Pneumologie und Mitglied der AG Tabakprävention und Tabakentwöhnung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Es gibt da zurzeit viele Diskussionen in den Fachgesellschaften untereinander und Sie werden die Referenten gleich im Rahmen Ihrer Vorträge dann auch noch besser kennenlernen. Wir werden am Ende der Vorträge noch eine Roundtable-Diskussion untereinander haben, wo wir einige Themen dann untereinander auch diskutieren wollen. Da bitte ich Sie also bis zum Schluss ruhig dabei zu bleiben. Und ich würde jetzt als erstes die Frau Bettina Liesbach, ist Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende des Städtischen Klinikums Karlsruhe, bitten, ein Grußwort zu sprechen. Frau Liesbach hat die Schirmherrschaft, das heißt, die Stadt hat die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen, was mich auch persönlich sehr freut. Frau Liesbach, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, sehr geehrter Herr Professor Storck, sehr geehrte Referentinnen und Referenten, seit dem ersten Karlsruher Präventionstag ist ja nun ein Jahr vergangen, ein ganz besonderes und auch schwieriges Jahr, in dem wir durch die Bekämpfung der Pandemie besonders herausgefordert waren und ja auch immer noch sind. Dennoch ist es wichtig, auch andere Themen im Gesundheitsbereich in dieser Zeit nicht zu vernachlässigen. Und dazu gehört weiter auch das Thema Rauchen. In Deutschland gibt es immer noch 14 Millionen Menschen, die rauchen. Wir haben hier einen sehr hohen Anteil. Und die meisten dieser Menschen schaffen es auch nicht, aus eigener Kraft mit dem Rauchen aufzuhören. Es ist wichtig, dass Betroffene und auch Therapeutinnen und Therapeuten über Ausstiegsstrategien umfassend informiert werden. Und das ist auch was, was viele nationale und internationale Umfragen ergeben haben. Die Inhalation von hochtemperaturig verbranntem Tabakrauch ist sehr gesundheitsschädlich.
Sie führt zu Erkrankungen des Herz- und Kreislaufsystems. Sie führt zu schweren Lungenerkrankungen. Ja, und deswegen ist das Thema Rauchentwöhnung sehr, sehr wichtig. Dazu gibt es viele kontroverse Positionen, auch medizinischer Fachgesellschaften. Eine ganz aktuelle Leitlinie wird für dieses Jahr erwartet, die auch neue Studien berücksichtigt, mit tatsächlich auch vielen neuen Informationen. Und diese sollen Ihnen heute auch vermittelt werden. Ich begrüße es sehr, dass es Ihnen, Herrn Professor Storck, gelungen ist, auch jetzt in der Fortsetzung der letztjährigen Veranstaltung wieder viele namhafte Referenten und Referentinnen zu gewinnen, die ausgewiesene Experten und Expertinnen sind auf ihrem Fachgebiet. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen, den Referenten und Referentinnen, dass Sie heute hier mit dabei sind, dass Sie sich Zeit für die Teilnahme genommen haben und dass Sie sich auch von diesem noch etwas ungewöhnlichen Online-Format nicht haben abschrecken lassen, hier heute mit dabei zu sein. Ja, das Spektrum der nun folgenden Vorträge, das ist weit, das reicht vom Gebiet der Suchtmedizin bis hin zur Krebsprävention und zur Lungenheilkunde, also ein ganz umfassendes Gebiet, das heute hier abgedeckt wird. Es werden der aktuelle Wissensstand zu vielen Themen abgerufen, insbesondere wird es auch wieder gehen um das Thema in der Öffentlichkeit viel diskutierte Thema der E-Zigarette. Zu diesem Thema E-Zigarette gab es 2020 auch zwei öffentliche Anhörungen in Ausschüssen des Bundestags. Bei diesen war auch das Städtische Klinikum Karlsruhe mit Ihnen, Herr Professor Storck, als unabhängigen Experten vertreten. Dazu auch an dieser Stelle von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Ja, und dabei, bei diesen Anhörungen, ging es auch um das längst überfällige Werbeverbot für Tabakprodukte und um Fragen der Besteuerung von tabakfreien E-Zigaretten. Ich wünsche heute eine facettenreiche und lebhafte Diskussion zu diesem spannenden Themenkomplex und ich wünsche natürlich auch der gesamten Veranstaltung viel Erfolg. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute dabei sind. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Liesbach, für die freundlichen Worte und die Begrüßung. Und ich freue mich auch, dass unser Geschäftsführer und ärztlicher Direktor, Herr Professor Dr. Michael Geißler, ebenso ein Grußwort zu uns sprechen wird und bitte ihn jetzt um sein Grußwort. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Michael Geißler. Ich bin der medizinische Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe und ich begrüße Sie herzlich zum zweiten Karlsruher Präventionsgespräch Rauchentwöhnung mit dem Thema Utopie oder machbar. Dies ist eine Initiative, Karlsruhe macht sich stark für Prävention. Ja, ich begrüße das nachhaltig, dass sich auch in Corona-Zeiten Wissenschaftler und auch die Stadt mit einem so wichtigen Thema beschäftigen. Ich selbst habe als Chefarzt am Klinikum in Esslingen lange Jahre, 15 Jahre, an einer ähnlichen Präventionsthematik mitgearbeitet. Wir haben eine Präventionskampagne für Schülerinnen und für Azubis in Stuttgart und Umgebung gestartet, und zwar vor 15 Jahren, und haben hier in diesem Zeitraum 19.000 Schülerinnen und Azubis durch unser Präventionsprogramm jeweils mit einem ungefähr einen Zeitrahmen von 3 bis 3,5 Stunden durchgeschleust. Das ist extrem erfolgreich und deswegen weiß ich auch den Stellenwert einer solchen Präventionskampagne sehr zu schätzen. Plastisch vielleicht mal dargestellt, was ist die Ausgangssituation in Deutschland? Man muss sich vorstellen, jeden Tag stürzt eigentlich ein vollbesetzter Jumbojet ab. Heißt, ein vollbesetzter Jumbojet, das sind die Insassen, die an den Folgen vom Rauchen, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an Krebserkrankungen sterben. Und man müsste sich vorstellen, das würde tatsächlich jeden Tag passieren, was das für eine Aufregung in der Gesellschaft, in der Politik verursachen würde. Und letztendlich nehmen wir das aber so ein bisschen als gegeben hin, dass jeden Tag ein Jumbojet als Folge des Rauchens abstürzt, beziehungsweise die Menschen versterben. Das ist natürlich aus meiner Sicht nicht zu akzeptieren. Und insofern finde ich es ganz, ganz wichtig, dass ein solches Präventionsgespräch mit den Themen Prävention, Rauchentwöhnung, Harm Reduction, Stellenwert der E-Zigarette mit den aktuellen S3-Leitlinien und dem Cochrane Review wissenschaftlich kontrovers, aber auch natürlich vor allem zielbringend diskutiert wird. Man muss sich auch mal vorstellen, die Chance als 20-jähriger Mann zu sterben, und zwar frühzeitig zu sterben, heißt jünger als 70 Jahre,
ist im Rahmen vom Suizid gar nicht so hoch, aber auch natürlich schon mit 1 zu 1000 als signifikant zu bewerten. Verkehrsunfallchance bei diesen jungen Männern zu sterben frühzeitig 1 zu 90, beim Alkohol schon 1 zu 40 und jetzt, wenn man Raucher ist, langjähriger Heavy Smoker, 1 zu 4. Das sind, sag mal, jetzt zusammen mit dem Jumbojet die Ausgangsbedingungen unserer Gesellschaft. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass solche Präventionsgespräche natürlich auch politische Signale aussenden, damit hier der Druck auf die Zigarettenindustrie und letztendlich vor allem auf das Werben für diese Tabakprodukte deutlich reduziert wird. Insofern bedanke ich mich auch beim Herrn Professor Storck und bei Frau Bürgermeisterin Liesbach, die auch unsere Aufsichtsratsvorsitzende ist, dass diese Veranstaltung auch in Corona-Zeiten stattfindet und dass hier die Stadt Engagement in dieser wichtigen präventiven inhaltlichen Kampagne auch mit übernimmt. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung, gute wissenschaftliche und auch kontroverse Diskussionen. Alles Gute. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Geißler, für die freundlichen Worte und die Setzen des Rahmens dieser Veranstaltung. Und ich schlage vor, dass wir jetzt einfach beginnen mit unseren Referaten. Wir haben also insgesamt 5 Referate, die wir nach jedem Referat ganz kurz diskutieren können und dann zum Schluss, wie gesagt, gemeinsam das Thema nochmal vertiefen. Das erste Referat kommt von Professor Dr. Knut Kröger mit dem Titel Auswirkung des Rauchens auf das Herz-Kreislauf-System. Risikoreduktion durch E-Zigaretten und Tabakerhitzer. Knut, bitte. Ja, lieber Martin, vielen Dank. Auch ich darf Sie an dieser Stelle recht herzlich begrüßen. Der Titel ist recht einfach, die Antwort ist recht kompliziert. Auswirkung, wurde ja schon gesagt, ist ungünstig. Und da brauchen Sie nur auf die Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu gehen. Da habe ich mal 2 Bilder runtergeladen. Sie sehen hier eben, ja, ein Spektrum von Wirkungen. Die Frage, die uns ja interessiert, welche Mechanismen genau dahinter stecken. Und da muss man jetzt schon sagen, die Mechanismen, die die Gefäße anbetreffen, sind im Einzelfall gar nicht so richtig aufgeklärt. Wir wissen, dass Rauchen per se schlecht ist, aber für Tumorleiden wird man einzelne kanzerogene Stoffe haben. Und das, was vielfach gemessen wird im Tabakrauch, sind kanzerogene Stoffe. Die Frage, welcher einzelne Stoff nun für die Art der Sklerose zuständig ist, diese Antwort werden Sie auf der Seite dieser Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nicht finden. Und wenn Sie dann einfach in die Texte gehen, ja, dann steht da natürlich, dass das schlecht ist, hier oben mit Schlaganfall, steht hier auch drin, dass das was mit den Cholesterinen zu tun hat. Und dann kommt es eben, eine zentrale Rolle spielt die Verhärtung der Blutgefäße. Verhärtung, ja, wenn die Art der Sklerose mal da ist, dann ist das Blutgefäß hart. Die Frage, was führt dahin? Diese Fragen werden einfach auf der Seite nicht beantwortet. Nochmal, wenn wir uns mit risikoärmeren Produkten beschäftigen wollen, dann geht es auch häufig um Substanzdiskussionen und das kann man leider sehr schlecht bis heute nachvollziehen. Was wir als Mediziner unterscheiden, sind akute Effekte und chronische Effekte. Die akuten Effekte, die kann man häufig relativ gut messen. Ein Test, der da gemacht wird, diese Abkürzung FMD, das heißt einfach, dass man schaut, wie weit kann ein Gefäß sich aufdehnen. Wenn man kurzfristig eine Minderdurchblutung macht, wie ist die Reaktion, dass die Durchblutung sich wiederherstellt? Und da sind jetzt einige Studien in den letzten Jahren erschienen. Diese hier aus 2020 hat das an Nichtrauchern, an E-Zigaretten-Usern und an klassischen Verbrennungszigaretten-Usern gemacht. Und hat hier erstmal geguckt, haben die gleiche Ausgangsbedingungen. Das hat man hier gemacht, weil das waren alles junge Leute, die noch nicht lange rauchen. In der Mitte haben sie dann letztlich nur die Reaktion nach Konsum einer Verbrennungszigarette. Und Sie sehen den Balken, der nach unten geht, hier mit -2. Das heißt, hier ist die Reaktion schon eingeschränkt. Und auf der ganz rechten Seite haben sie es in grün. Da sind nun verschiedene Produkte, E-Zigaretten mit Nikotin und ohne Nikotin aufgeführt. Und Sie sehen, die Kurven gehen nicht nach unten. Das heißt nicht, dass E-Zigaretten was verbessern, aber sie haben zumindest einen anderen Effekt als der Effekt, der durch die klassischen Verbrennungszigaretten genutzt wird. Das ist eine einfache Jetzt-Situation, akut. Die Frage, wie sieht es nach längerer Zeit aus? Eine andere Studie hat mal geschaut, was passiert denn nach 4 Wochen? Also ich nehme Raucher, sage denen, du hörst auf zu rauchen oder du rauchst deine Zigarette weiter oder du benutzt eine E-Zigarette und dann hat man immer wieder diese Vasodilatation gemessen, dann sehen Sie eben hier im ganz linken Bild, da wo die Patienten oder die Probanden weiter rauchen, ja, da ändert sich diese Eigenschaft des Gefäßes nicht.
Wenn die Patienten aber dann auf eine E-Zigarette umsteigen und das 4 Wochen lang tun, sehen Sie, dass die Reagibilität des Gefäßes sich verbessert. Also, wir können durchaus Effekte messen. Die Effekte, die wir haben wollen, sind die ganz langfristigen Effekte. Und das sind natürlich die Effekte, wann treten die Herzinfarkte auf, wann treten die Schlaganfälle oder die peripheren Durchblutungsstörungen auf. Das bedarf Jahre und da muss man abwarten, wann da wirklich endgültige Ergebnisse vorliegen. Insofern setzen wir momentan sehr viel auf diese kurzfristigen Ergebnisse. Die Diskussion bei der E-Zigarette ist ja immer, ist es denn das Nikotin, was die Probleme macht? Und hier habe ich nochmal gesucht, gibt es wirklich eine Studie, die sich mit dem Problem auseinandersetzt, wie schlecht ist das Nikotin? Sie sehen hier oben diese Publikation aus 2020 in Cells publiziert, schreibt zu der Rolle des Nikotins, dass das Nikotin und seine Hauptmetabolite, das Cotinin, eben immer noch geklärt werden muss. Das heißt, jetzt im Jahr 2020 wissen wir gar nicht genau, was das Nikotin eigentlich macht. Und es gibt Hypothesen und eine Hypothese, die hier formuliert ist, ist eben, dass man sagt, ja, es könnte in irgendeiner Form eine Gefäßalterung begünstigen. Wie der Mechanismus genau aufgeklärt ist, das kann diese Analyse der Literatur nicht zeigen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Nikotinersatzprodukte zugelassen sind. Und das ist eine Studie hier aus 96. Also diese Nikotinersatzprodukte sind mehrere Jahrzehnte auf dem Markt. Und sie sind deswegen auf dem Markt, weil sie in Studien gezeigt haben, dass sie einen Teil der Raucher zu Nichtraucher machen kann oder ihnen dabei hilft. Aber sie sind auch deswegen auf dem Markt, weil man eben sagt, Nikotin per se ist nicht krankmachend. Man hat zum Beispiel in dieser Studie bei 3.900 Teilnehmern nach 5 Jahren mal geschaut, gar nicht mit dem Thema COPD, also für die Lunge, da war das die Studie eigentlich angelegt, sondern wie ist die Anzahl der Patienten, die ins Krankenhaus kamen, wegen kardiovaskulärer Probleme. Und dann hat man das so aufgeführt und hat geschaut, das sehen Sie an den Kurven unten, dass die, die wirklich mit dem Rauchen aufgehört haben und auf das Ersatzprodukt umgestiegen sind, eben deutlich seltener ins Krankenhaus kamen wegen kardiovaskulärer Probleme im Beobachtungszeitraum von 5 Jahren. Also alles, was wir zum Nikotin aus den Studien, die sich mit Nikotinersatz beschäftigt haben, wissen, Nikotin per se ist nicht krankmachend. Wenn man sich weiter nochmal ins Detail damit beschäftigt und sucht, was macht denn nun den Menschen krank, der raucht, dann gibt es Schaubilder, die immer komplexer werden. Und wenn man sieht, die werden immer komplexer, dann muss man wissen, man weiß es eigentlich nicht genau. Ich habe Ihnen nur mal 2 Sachen hier rauskopiert, die eigentlich bekannt sind. Was wir sicherlich sagen können, ist, dass über das Kohlenmonoxid, über Verdünnungsprodukte es zu einer Verarmung des Endothels kommt. Und zwar an NO. NO ist ein wichtiger Mediator, der für die Elastizität und die Eigenschaft der Gefäßwände wichtig ist. Und wir sehen, dass es auf jeden Fall durch das Rauchen inflammatorische Prozesse gibt. Wo aber die inflammatorischen Prozesse genau im Einzelfall die Arteriosklerose triggern, warum zum Beispiel Patienten, die rauchen, häufiger eine periphere arterielle Verschlusskrankheit, auch eine Herzkrankheit und einen Schlaganfall, aber weniger haben als andere Risikofaktoren, das hat man im Einzelfall bis heute nicht genau verstanden. Jemand, der sich mit dem Thema sehr beschäftigt hat, ist die Arbeitsgruppe aus Mainz. Herr Münzel, der Chef der Kardiologie, hat hier auch im letzten Jahr einen Artikel publiziert, in dem er versucht hat, soweit das überhaupt möglich ist, Literatur zu analysieren und hat hier 3 Symbole, rot für die Verbrennungszigarette, grün für eine E-Zigarette und blau für eine Shisha. Denn wir reden über ganz viel, im Endeffekt muss man alles voneinander sauber unterscheiden. Und das ist leider etwas, was in der Diskussion gar nicht so vorkommt. Denn die Shisha ist auch eine Verbrennungszigarette und hat eine ganz andere Gefahr für die, die dieses Produkt nutzen. Was wir aber wissen ist, dass gerade die Jugendlichen, die Kinder, eher auf eine Shisha abfahren, weil das Kultstatus hat, als auf eine E-Zigarette. Und deswegen muss man diese Produkte auch für verschiedene Zielgruppen anders bewerten. Und Sie sehen, die Farben, die Sie in den Symbolen wiederfinden, finden Sie dann auch in der Grafik wieder. Und wenn Sie jetzt einfach nur mal hier auf die koronare Herzkrankheit gehen, dann haben Sie das Risiko bei Rot für die normale Tabakzigarette,
Blau für die Shisha und grün für die E-Zigarette. Und Sie sehen, die Zahlen für die E-Zigarette sind hier, das können Sie auch hier bei dem Schlaganfall zum Beispiel sehen, immer deutlich niedriger. Auf die COPD wird, glaube ich, der Kollege Hering noch eingehen. Und hier haben wir auch noch die periphere Endothelfunktion. Immer wenn Sie diese Zahlen betrachten, schneidet die E-Zigarette deutlich besser ab als die klassische Verbrennungszigarette. Das sind aber auch im Moment noch Konstrukte. Das, was viele Kritiker, und wir werden das ja in der Diskussion sicherlich sehen, ist die Frage der Endpunkte. Und man muss jetzt Studien auflegen, die eben sagen können, ist das, was wir von der Schadstoffreduktion und der Risikoreduktion sehen, wann schlägt sich das wirklich in Behandlungen nieder? Wann können wir damit rechnen, dass Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindert sind und das dann eben auch dem Gesundheitssystem zugutekommt? Lassen Sie mich zusammenfassen. Rauchen ist ein anerkannter Risikofaktor. Ich glaube, das wird keiner in Frage stellen. Aber wir sprechen dann immer von der Verbrennungszigarette. Das ist das, was in den letzten 1000 Jahren zur Verfügung stand und das, was in die Literatur eingegangen ist. Diese neuen Produkte muss man da, glaube ich, etwas anders bewerten. Ein Problem ist, wenn Sie über Alternativprodukte immer reden, die Frage, was ist denn das Schädliche? Und dann wissen wir bei einzelnen Tumorerkrankungen bestimmte Karzinogene. Aber wir wissen beim Rauchen nicht so genau, ja, wo ist das Problem? Ist es letztlich nur die NO-Verarmung oder ist es der Inflammationsprozess? Und wo setzt denn der Inflammationsprozess an? Was wir sicher akzeptieren müssen, und deswegen sind ja überhaupt Nikotinersatzprodukte zugelassen worden, dass Nikotin per se nicht krank macht. Und ja, E-Zigaretten und Tabakhitzer setzen einen Dampf frei und keinen Rauch, deswegen spricht man ja auch von den Dampfern. Ja, und zumindest die Studien, die bis jetzt vorliegen, können zeigen, dass das für die Endothelfunktion der untersuchten Probanden wesentlich günstiger ist als der Konsum der klassischen Verbrennungszigarette. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Kann man mich sehen? Ja. Lieber Knut, vielen Dank für diesen sehr detaillierten und auch grundlegenden Vortrag. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist für die Gefäßmedizin, also bei den Lungenerkrankungen haben wir jetzt eine Vorstellung davon, wie Zigarettenrauchen schädlich ist. Und du sagst, die exakten Mechanismen im Detail sind nicht völlig entschlüsselt. Auch nicht der Mechanismus der Risikoreduktion durch die E-Zigarette selbst. Frage mal, welche Konsequenzen kann man jetzt schon oder ziehst du jetzt schon Konsequenzen in der täglichen Praxis, wenn du einen Gefäßpatienten behandelst? Empfiehlst du ihm neben dem Rauchen aufhören, wo wir alle wissen, das funktioniert nicht mit einem kurzen Gespräch, stattdessen dann die E-Zigarette oder wie handhabst du das oder was würdest du empfehlen jetzt im Bereich der Gefäßmedizin zur sofortigen Umsetzung oder sollen wir noch 10 Jahre warten, bis wir das alles aufgeklärt haben? Nein, ich denke, die Datenlage ist heute ziemlich eindeutig. Wir sollen versuchen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln den Patienten vom Rauchen wegzubekommen. Und das schaffen wir mit gut Zureden, das schaffen wir mit Drohgebärden, die man im Krankenhaus natürlich aufbauen kann, vielleicht bei 10-20%. Und der Rest meiner Patienten, der raucht, schafft es definitiv nicht. Und bei denen spreche ich diese Produkte auf jeden Fall an. Und ich habe mittlerweile Patienten, die auf diese neuen Produkte umgestiegen sind. Soll ich schon freigeben oder? Ja, möchte jemand von den anderen Kollegen dazu eine Frage stellen? Dann könnten wir das einschalten. Ansonsten hätte ich eben noch die Frage, wie kontrollierst du, dass nicht dieser sogenannte Dual-Use erfolgt, das heißt Zigaretten weiterrauchen plus E-Zigaretten. Ist das ein Vorteil oder bringt das nichts? Nur ganz kurz, weil wir das vielleicht nachher noch diskutieren können. Also ich als Krankenhausarzt kann das letztlich nicht empfehlen. Das muss ich mit den Hausärzten dann zusammen machen. Ich kann das im Brief erwähnen, dass der Umstieg dann bitte ein vollständiger Umstieg sein soll und nicht ein Zusatzgebrauch. Aber wirkliche Kontrollmechanismen habe ich dazu nicht. Das ist genau das Problem auch der kurzen Verweildauern im Krankenhaus. Die Interventionspatienten liegen ja auch nur manchmal 1-2 Tage da. Also es ist eine Aufgabe nicht für die Krankenhausärzte, sondern für die breite Ärzteschaft, die Gefäßpatienten behandelt. So würde ich das sehen. Lieber Knut, wir können das nachher noch weiter diskutieren. Dann würde ich mich hier erstmal zunächst bedanken und würde jetzt den nächsten Vortrag aufrufen. Das ist jetzt das Thema Sucht. Rauchen macht süchtig. Je früher man anfängt, desto mehr. Und Herr Rüther ist ausgewiesener Experte und hält uns jetzt einen Vortrag über die Zigarettenrauchentwöhnung aus suchtmedizinischer Sicht. Wie schwierig ist das und wie sind die Chancen, eine Sucht zu überwinden? Herr Rüther, bitte.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Ich gebe schnell meinen Bildschirm frei. Ich habe das jetzt ganz fleißig geübt und deshalb klappt das jetzt auch, hoffentlich. Und zwar jetzt müssten Sie jeden Moment, jetzt müssten Sie das sehen. So, ich spreche heute 10 Minuten über Sucht, weil ich bin Suchtarzt und ich behandle Raucher. Und zwar im Jahr 600 Raucher und ich mache das seit 15 Jahren. Und ich muss sagen, es ist eigentlich auch mein größtes Hobby, weil Raucher entwöhnen macht einfach Spaß. Ganz kurz meine Interessenskonflikte. Alle Pharmafirmen, die Nikotin herstellen oder was zur Tabakentwöhnung machen, um Menschen davon wegzubringen, haben auch mit mir mal eine Beziehung gehabt. Da habe ich Vorträge für gehalten. Ich habe andere potenzielle Interessenskonflikte. Aber ich habe keine Kontakte zur Tabakindustrie, zu E-Zigarettenherstellern oder irgendwas, was damit zu tun hat. Vor allen Dingen nicht zur Tabakindustrie, weil die Tabakindustrie, das sage ich in jedem Vortrag, ist böse. Wir sind gut, weil wir wollen die Menschen vom Rauchen wegbringen. Der Herr Professor Geisler hat mir einen großen Gefallen tun, hat mir das schon vorweggenommen, sodass ich meinen Vortrag da kürzer halten kann. Dieses Flugzeug, meine Damen und Herren, und er hat es genau richtig gesagt, 120.000 Menschen sterben pro Tag am Rauchen. Wir wollen das natürlich mit der Covid-Pandemie, muss man aufpassen, aber es ist schon so, auch das ist ein Thema, was wir seit vielen Jahren haben. Wir haben viele, viele Tote, 328 Tote, so ein ganzes Flugzeug pro Tag. Und ich sage es einfach zum zweiten Mal, damit wir wissen, wie viel es ist, zu beklagen, weil es eine schwere Erkrankung ist. Die Weltgesundheitsorganisation hat vor Covid schon gesagt, wir haben eine Global Tobacco Epidemic, ja, ausgerufen. Sie haben gesagt, the epidemic kills nearly 6 million people a year. Das heißt, neben der Pandemie, die ganz schlimm ist und die wir bekämpfen müssen, da bin ich ganz bei allen da natürlich dabei, wir haben eine Tabakepidemie, die jedes Jahr 6 Millionen Menschen weltweit umbringt. Und jeder, der, wo wir irgendwie schaffen, dass er nicht stirbt oder dass es ihm besser geht, ist ein Erfolg. Das ist eigentlich sozusagen die Maxime meines wissenschaftlichen Handelns. Und meine Damen und Herren, jetzt komme ich, ich wurde gefragt, heute als Suchtmedizin zu sprechen. Was finde ich so spannend? Es ist eine Suchterkrankung, die Tabakabhängigkeit. Wenn wir wieder bei der WHO sind, die WHO, Weltgesundheitsorganisation, sagt in der ICD-10, das ist die für Nichtärzte, das Buch, wo alle Krankheiten drinstehen, nach denen wir alle alles kodieren müssen. Da steht F17.2. F, meine Damen und Herren, heißt Psychiatrie, also Suchterkrankung. 17 heißt Tabak, 2 heißt Abhängigkeit. Und es gibt sogar ganz klare Kriterien, die ich jetzt nicht durchgehen will, die man als Mediziner anwenden kann, zum Beispiel ein Entzugssyndrom und so weiter, ob jemand krank ist. Diese Krankheit ist als Krankheit definiert. Und wer heutzutage von Politikern oder von Ärzten oder von ich weiß nicht wem sagt, Tabakabhängigkeit ist ein Lifestyle, ein Habit oder ein Laster, der hat keine Ahnung. Es ist eine schwere psychiatrische Erkrankung, von der man nicht wegkommt. Wie kommt das? Weil es eine ganz trickhafte Erkrankung ist. Und deshalb finde ich es forschungsmäßig so spannend. Schauen wir mal an, wann geht denn das Rauchen los? Meine Damen und Herren, zwischen 12 und 17 Jahren haben 80% aller abhängigen Raucher angefangen zu rauchen. Wer zu uns in die Tabakambulanz kommt und eine Rauchentwöhnung will, also ich habe vielleicht im Jahr 2, 3 Patienten, die nach dem 20. Lebensjahr angefangen haben zu rauchen. Das sind alles Menschen, die in der Jugend angefangen haben, im reifenden Gehirn. Weil, wenn sie in das reifende Gehirn Nikotin hineintun, dann entwickelt sich eine lebenslange Abhängigkeit, die in dem fertig gereiften Gehirn nicht mehr so leicht kommt. Das heißt, es gibt eine biologische Geschichte in der Hirnreifung, dass Menschen tabakabhängig werden. Nikotin ist ein beeindruckender Stoff und ich freue mich, dass jetzt zur Giftigkeit da was zu gesagt wurde schon. Nikotin ist für mich als Psychiater, wir nennen es ein Psychotomimetikum. Es verändert die Psyche. Über diese ganzen, wir nennen das Neurotransmitter, die im Gehirn die synaptische Übertragung machen, die im Gehirn das Denken letztlich darstellen, Dopamin, Noradrenalin, Vasopressin, Serotonin, macht es ganz tolle Sachen, Wachheit, Stimmungshebung und so weiter. Nikotin ist ein Suchtstoff par excellence. Und wenn Sie diesen Suchtstoff lange genug konsumieren, verändert sich strukturell im Gehirn. Sie haben mehr nikotinerge Acetylcholin-Rezeptoren als Kontrollen.
Das heißt, es hat eine starke biologische Komponente. Nikotin ist ein Suchtstoff, der, wenn das Gehirn sich daran gewöhnt, vor allen Dingen, wenn Sie das in Kinder- und Jugendalter machen, eine Abhängigkeit macht, eine Erkrankung. Und da freue ich mich schon über meinen Vorredner, Nikotin an sich ist nicht giftig. Vielen Dank nochmal davor. Ich fand das ganz toll, Herr Kröger, dass Sie das nochmal so schön gesagt haben. Raucher rauchen wegen des Nikotins. Das ist der Suchtstoff, darum sitzt hier ein Psychiater. Sie sterben an den Verbrennungsprodukten. Eine wichtige Aussage, die Sie sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wo nicht alle Mediziner, auch wir Mediziner, uns nicht alle so ganz klar an einer Pfeife tanzen. An einer Zigarette ziehen, hätte ich schon fast gesagt. Was ich so spannend finde an der Nikotin, also Tabakabhängigkeit, ist die psychische Abhängigkeit. Wenn Sie sich diese Bushaltestelle anschauen, da ist eine Tafel und die heißt 10 Minuten warten, das ist eine Straßenbahnhaltestelle. Das ist ein ganz starker Trigger, um zu rauchen, egal ob Sie gerade Nikotinspiegel im Blut haben oder keinen. Das heißt, es gibt optische Schlüsselreize, eine psychische Abhängigkeit. Und wenn Sie das anschauen, die Wissenschaft anschauen, dann hat, wenn man alle Drogen aufträgt, das haben groß publiziert in Lancet, Nutt et al. Hat das gemacht, also Heroin, Rauchen, Ketamin und so weiter, dann hat, wenn Sie hier die psychologische Abhängigkeit anschauen und hier die körperliche Abhängigkeit, dann sehen Sie, dass Rauchen eine extrem hohe psychische Abhängigkeit hat und eine hohe körperliche Abhängigkeit. Und genau das macht diesen Stoff so gefährlich. Nikotin ist ein gefährlicher Suchtstoff, aber nicht giftig. So, jetzt kommen wir zum Rauchstoff in den letzten Minuten. Alle Methoden, die wir haben, ganz kurz zusammengefasst, einfacher Willensentscheid, wir nennen das die Silvestermethode. Morgen höre ich auf, 5% schaffen es nach einem Jahr, sehr wenig. Einfacher ärztlicher Rat, immerhin 10%, wenn jeder Arzt den Patienten rät aufzuhören, schon toll. Nur Medikamente, sie machen nichts, sie geben den Patienten nur Nikotinpräparate oder die verschreibungspflichtigen Medikamente. 15-20%, meine Damen und Herren, müsste man sich mal überlegen, wenn sie das den Königsweg machen, eine professionelle Tabakentwöhnung, da schaffen sie bis zu 50%, wir schaffen so 48 in unserer Tabakambulanz. Wer mehr schafft, lügt, glaube ich. So, leider nehmen diese professionelle Tabakentwöhnung im Moment nur 2-5% der Bevölkerung überhaupt in Anspruch, vor allen Dingen, weil es nicht bezahlt wird, weil es schlecht beworben wird. Da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Was ist denn der Königsweg dieser professionellen Tabakberatung? Es ist die Kombination zwischen einer Beratung und einer Medikation. Das kann Nikotin sein, das können Varenicline Jumpix oder Zyban sein oder auch neu das Cytisin. Neue verschreibungsfähige Medikamente, die alle extrem evidenzbasiert sind, die extrem gut wirken, wo man eigentlich nicht mehr gucken muss. Die Cochrane Library sagt, wir machen über Nikotin gibt es noch und Nikotinell, wir machen über Nikotinpräparate keine Forschung mehr, weil es einfach total erwiesen ist, dass das Zeug wirkt. Jetzt kommen wir noch kurz zur E-Zigarette. Sie haben gesehen, Rauchen ist extrem gefährlich und Rauchen aufhören ist gut und die Menschen sterben am Rauchen. Ist die E-Zigarette ein Engel oder ein Teufel? Wir haben schon 2014 im Ärzteblatt darüber eine Zusammenfassung geschrieben, die heute eigentlich noch aktuell ist. Ganz aktuell, kann man mit der E-Zigarette Rauchen aufhören? Meine Damen und Herren, ich sage ja. Und da sagt die Cochrane Library auch. Wir haben 50 Studien, 26 randomisiert kontrollierte Studien, die sagen, mit Nikotin, mit E-Zigaretten kann man wahrscheinlich sogar besser als mit Nikotinpflastern aufhören zu rauchen. So, wieso empfehlen wir das nicht? Warum gibt es so viel Streit, wo wir aber nachher nochmal diskutieren müssen? Weil es gibt die Gretchenfrage, meine Damen und Herren, der Tabakentwöhnung, die wir im Moment diskutieren. Hier sehen Sie Gretchen, hier sehen Sie Faust. Wo ist die Gretchenfrage? Ich will es Ihnen in einer hochpublizierten Studie vom New England Journal of Medicine mal zeigen. Hayek et al. Hat Menschen eine E-Zigarette geschenkt, oder Gutscheine für Tabak, für Nikotinpflaster und geschaut, was kommt nach einem Jahr raus. Und er hat herausgefunden, dass die Patienten, die eine E-Zigarette bekommen haben, zu deutlich höheren, fünffach mehr aufgehört haben zu rauchen. Oder waren es nur 2,3, irgend sowas in der Richtung. Das will ich Ihnen aber gar nicht zeigen. Das heißt, sie hat gezeigt, mit E-Zigaretten kann man aufhören zu rauchen. Aber, und diese Zahl
ist das, worüber alle diskutieren. Von diesen Menschen, die aufgehört haben zu rauchen, haben nach einem Jahr 39% noch die E-Zigarette verwendet. Und die große Frage, die sich die Leute die Köpfe heiß reden, ich übrigens auch, sagen, sind das Nichtraucher, sind das Raucher? Ich sage, weil ich Suchtmediziner bin, Menschen, die vom Rauchen auf eine E-Zigarette vollständig umsteigen und diesen ganzen Quatsch, den wir gerade gehört haben, nicht mehr haben, sind Nichtraucher und das ist für mich eine tolle Risikoreduktion. Ich bin froh, wenn sie weniger sterben. Aber die wissenschaftlichen Fachgesellschaften, die müssen das nicht lesen, Leitlinie und so weiter, sind völlig uneinheitlich durcheinander und streiten sich bis aufs Blut. Meine Zusammenfassung, meine Damen und Herren, ist, Tabakabhängigkeit ist eine behandlungsbedürftige Erkrankung. Es ist kein Lifestyle. Eine neurobiologische Erkrankung, die im Jugendalter beginnt. Ohne Therapie ist sie in der Regel tödlich. Jeder Zweite wird daran versterben. Die Therapie ist wirksam. Wir können jetzt schon bis zu 50% behandeln, entwöhnen. Die Therapie muss ermöglicht werden, sie muss bezahlt werden. Die Therapie erfordert auch mal Mut für Neues. Möchte ich einen hinter die Ohren schreiben, die das vielleicht hören, zum Beispiel neue Produkte. Und bitte bei der Diskussion wissenschaftlich bleiben und sich die Daten anschauen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bin eine Minute drüber und freue mich später auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank, Herr Rüther, für diesen sehr engagierten Vortrag, auch für die Analogie, dass der Raucher als unschuldiges, harmloses Gretchen und der beratende Arzt als Dr. Faustus, der den Pakt mit dem Teufel eingeht, dargestellt haben. Das finde ich eine sehr lustige Analogie. Sie haben einen ethischen Aspekt angesprochen, nämlich Ziel ist es, das Verlängern oder der Erhalt des Lebens. Das ist ja auch eine ärztliche Aufgabe. Wie ist das jetzt, wenn man also einen Patienten, und das ist die Frage, die ich dann auch immer gerne an den Suchtmediziner stelle, das hatten Sie nicht so angesprochen. Der Patient versteht zwar morgens, wenn man ihn unterrichtet darüber, wie gefährlich Rauchen ist, dass man mit dem Rauchen aufhören soll. Und dann fragt man, haben Sie das verstanden? Sagt er ja und geht raus und raucht eine Zigarette. Diese kognitive Dissonanz ist doch eine typische Erscheinung bei Sucht. Kann man denn nicht auch, muss man da nicht auch eine Verhaltenstherapie anschließen? Ich meine, ist eine Versuch einer rationalen Überzeugung überhaupt von Erfolg gekrönt? Sie sagen 48%, das sind aber nur die, die willens sind. Und Sie haben selber gesagt, der Anteil der Raucher, der willens ist, ist ja verdammt klein. Also ist die Zahl natürlich, was die Gesamtrauchermenge angeht, ja nicht so hoch. Die gehen ja nicht alle in die Suchtambulanz. Können Sie da noch kurz was so sagen, wie man, ob man mit rationalen Mitteln da weiterkommt oder ob man das nicht auch abtrainieren muss irgendwie? Also Sie müssen sich vorstellen, ein Raucher macht ja jeden Tag etwas, von dem er weiß, dass es ihn umbringt und von dem er spürt, dass es ihn umbringt. Ja, das ist ganz furchtbar. Und das Gehirn muss damit irgendwie fertig werden. Und das Gehirn hat etwas, was Freud schon beschrieben hat, Abwehrmechanismus. Das heißt, Raucher belügen sich auch ein wenig und verdrängen das alles irgendwie weg. Das heißt, wenn Sie einen Raucher damit konfrontieren, dann wird er, das ist die kognitive Dissonanz, er weiß, dass Sie recht haben, wenn Sie als Lungenarzt sagen, als Kardiologe, Sie werden daran versterben. Auf der anderen Seite kann er es nicht ertragen, weil er halt diese Suchtmittel, das Suchtmittel so gewohnt ist. Und da gibt es spezielle Techniken, die man sehr gut und sehr schnell lernen kann, wie man mit solchen Patienten sprechen kann. Eben nicht konfrontieren, sondern sie selber in dieser Ambivalenz belassen und dann erhöht sich die Verhaltenswahrscheinlichkeit. Das ist etwas, was wir den Ärzten und dem medizinischen Personal noch ein bisschen mehr beibringen müssen. Jemanden bedrohen bringt überhaupt nichts oder hier konfrontieren, aber jemanden motivieren und mit jemandem die Optionen durchzusprechen, bringt extrem viel. Und wenn Sie dann noch ein Medikament dazugeben, haben Sie schon gewonnen. Ja, danke für diesen Hinweis. Also ich denke, das könnten also auch sogar Chirurgen lernen. Ja. Absolut, Adia. Ja, gibt es Fragen von den anderen Referenten oder Knut, möchtest du sagen? Also interessant fand ich noch die Unterscheidung, Nikotin macht süchtig, sterben tut man an der Verbrennung. Ich glaube, da kommen wir ja auch noch in den nächsten Vorträgen drüber. Die Frage ist, es gibt das, was nicht angesprochen wurde von Ihnen, ist, man kann in der E-Zigarette den Nikotingehalt langsam runterdrehen und auf Null kommen. Es gibt auch Liquids, die gar kein Nikotin enthalten. Das sind ja dann sogar nikotinentwöhnte Menschen mit einem langsamen Nikotinentzug. Frage an Sie, gibt es einen akuten Nikotinentzug? Also ein Patient, der in die Klinik kommt und akut plötzlich nicht mehr rauchen kann, hat der körperlichen Entzug wie beim Alkohol oder ist das ein rein psychischer Entzug? Nein, nein, ein Patient, der aufhört von einer Schachtel Zigaretten oder unsere Schizophrenen oder psychiatrischen Patienten, manchmal zwei Schachtel Patienten rauchen, die hat einen schweren körperlichen Entzug. Ja, das dauert, das ist wirklich auch unangenehm mit Schwitzen, mit Kopfschmerzen, mit Tachykardie. Das ist schon, es ist nur so, anders als beim Alkohol kann man am Nikotinentzug nicht sterben.
Also es wird vorbeigehen. Aber auch den muss man, und das predige ich meinen Assistenten, behandeln. Wenn Patienten zum Beispiel isoliert werden müssen oder fixiert oder operiert werden müssen, dass man denen das Nikotin ersetzt. Das ist natürlich ganz klar. Nikotinabhängigkeit ist eine körperliche Abhängigkeit, die man entwöhnen muss. Da macht es zum Beispiel Sinn, Nikotin langsam runter zu titrieren, kann man machen. Aber nicht auf keinen oder eben plötzlich. Aber dann wissen, ich bin ein paar Tage im Entzug. Aber der Entzug bringt einen nicht um, ist nicht schädlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Drogen. Ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ja, also wir werden das vielleicht nachher mal diskutieren, welche Schwierigkeiten wir im Alltag haben. Aber das ist ganz wichtig. Es geht und es gibt Techniken dafür. Und ich finde, das ist eine Message, die wir transportieren sollten, dass das nicht nur in ganz wenigen Spezialambulanzen betrieben wird, sondern vielleicht flächendeckend. Und das müssten wir diskutieren. Jetzt, wenn jetzt keiner mehr eine Frage hat, auch von den anderen, oder dann würde ich sonst, Sie können die Hand heben im Zoom oder sprechen, sonst würde ich sonst sagen, wir machen weiter. Jetzt kommt die Frau Professor Mohns. European Fight Against Cancer. Jetzt geht es dann doch mal um die Krebsprävention. Also wir hatten jetzt Gefäßerkrankungen, wir hatten Sucht. Jetzt kommt ein weiterer Aspekt, Krebs. Also dass Rauchen krebserregend ist, ist, glaube ich, keine Diskussion. Und es gibt eine Diskussion, ob die E-Zigarette überhaupt eine Präventionsmaßnahme ist und ob es dazu Daten gibt, jetzt schon. Ich glaube, es gibt viele mathematische Risikomodellierungen, aber kann man dazu schon ein Statement machen und wie sieht das diese European Fight Against Cancer, da war doch, glaube ich, eine Anhörung. Frau Mohns, bitte. Ja, herzlichen Dank für die Einführung und ich freue mich, heute hier dabei zu sein. Sie müssten jetzt, denke ich, meine Folien auch sehen können. Ja, also ich wurde ja gebeten, über die Rolle der E-Zigarette in der Krebsprävention zu sprechen, insbesondere vor dem Hintergrund des European Fight Against Cancer. Das heißt, ich werde im Prinzip kurz über den Prozess berichten und dann ein bisschen E-Zigaretten aus Public Health Perspektive beleuchten. Ich werde aber auch auf das eigentlich zentrale Problem eingehen, nämlich den Tabakkonsum. Kurz auch hier meine Transparenzerklärung. Da stehen jetzt eine ganze Menge Dinge, die ich hier öffentlich mache, transparent mache. Zentrale Botschaft aber eigentlich ist auch wie bei Herrn Rüther, dass ich keinerlei Verbindungen habe mit der Tabakindustrie oder E-Zigarettenherstellern, auch nicht mit der Pharmaindustrie. Ja, Europe's oder der europäische Kampf gegen den Krebs. Ich will kurz berichten, was es damit auf sich hat. Das Ganze hat ziemlich genau vor einem Jahr gestartet. Da hatte Ursula von der Leyen eben angekündigt, dass der Kampf gegen den Krebs in der EU verstärkt werden soll. Und sie hat angekündigt, dass eben ein Europe's Beating Cancer Plan, also ein Krebsplan, wie man den Krebs besiegen kann in Europa, erarbeitet werden soll. Das heißt im Prinzip, also der Kampf gegen den Krebs ist zur Priorität erklärt worden. Im Juni 2020 wurde dann auch von Seiten des EU-Parlaments ein Sonderkomitee geschaffen, das Special Committee on Beating Cancer oder kurz BECCA. Und in der Tat, da gab es eine ganze Reihe an Konsultationsverfahren und Anhörungen. Und ich war beteiligt an einer Anhörung Anfang Dezember 2020. Da ging es um das Thema, also wie können wir es erreichen, dass die Menschen einem gesunden Lebensstil folgen, also wie können wir krebsbezogene Lebensstil oder Krebsrisikofaktoren, lebensstilbezogene Krebsrisikofaktoren in der Bevölkerung effektiv senken. Und ja, tatsächlich ist es so, dass gerade jetzt zu dieser Zeit oder ich glaube vor einer Stunde ist es gestartet, der neue Krebsplan tatsächlich auch veröffentlicht worden ist. Und ich habe gerade, komme da auch gleich kurz dazu und werde dazu was sagen. Ich habe es gerade eben noch kurz vor dem Beginn der Sendung eine Folie schnell noch eingefügt zu diesem Beating Cancer Plan. Ich will kurz ein paar Folien zeigen, die ich eben im Rahmen dieser Anhörung vorgestellt habe. Und ich bin speziell gefragt worden, zu sprechen zum Thema oder zur Rolle der Tabakkontrolle in der Krebsprävention. Das heißt eigentlich, mein Vortrag hatte nichts mit dem Thema E-Zigarette zu tun. Das hatte eine andere Kollegin angesprochen, die dort ebenfalls angehört worden ist. Aber weil es eben so zentral ist, will ich kurz etwas zur Rolle des Tabaks in der Krebsprävention in Europa sagen. Also das ist eine Folie, die ich gezeigt habe. Da wollte ich im Wesentlichen darauf aufzeigen, wie enorm eben diese Krebs- oder diese Tabakepidemie in Europa ist und was das eben für das Krebsgeschehen bedeutet. Und es ist eben auch schon angesprochen worden, dieses Krebsrisiko
kommt natürlich in erster Linie davon, dass eben viele Verbrennungsprodukte entstehen, von denen eben eine ganze Reihe krebserzeugend sind. Tabak hat auch per se krebserzeugende Substanzen, aber ein Großteil der krebserzeugenden Substanzen entsteht eben im Rahmen der Verbrennungsprozesse. Das sind rund 100 Substanzen, von denen wir wissen, dass sie eben krebserzeugend sind oder zumindest im Verdacht stehen, Krebs zu erzeugen, und wissen eben auch, dass es eine ganze Reihe an Krebserkrankungen gibt, die mit dem Rauchen zusammenhängen. In erster Linie natürlich Lungenkrebs, aber auch viele weitere Krebserkrankungen. Und wenn man das zusammenrechnet, ich habe hier, das sehen Sie hier rechts, aufgezeigt, eine Studie, die im letzten Jahr veröffentlicht worden ist, da wurde eben geschätzt, wie viele Krebsfälle denn in Europa auf das Rauchen zurückzuführen sind. Und das sind eine 750.000 jedes Jahr, also 750.000 Krebsfälle, die dem Tabakrauchen zugerechnet werden können. Das sind fast ein Drittel der Krebsfälle bei den Männern und 10% bei den Frauen. In Deutschland sind es rund 85.000 Krebsfälle jedes Jahr, die auf das Rauchen zurückzuführen sind. Und hier sehen Sie für europäische Länder einmal links bei den Männern und rechts bei den Frauen dargestellt die Rauchprävalenz. Sie sehen, es gibt einige Länder, die sehr niedrige Raucheranteile haben, teilweise unter 10%, Schweden zum Beispiel, und andere, die eben gerade vor allem osteuropäische Länder, aber auch Österreich und Deutschland, die sehr hohe Raucheranteile haben. Und das hier, das, was Sie jetzt in blau sehen, das ist das, was wir erreichen könnten, unseren Modellrechnungen zufolge, wenn wir heute eine Tabakprävention und Tabakkontrolle implementieren würden, von denen wir wissen aus der wissenschaftlichen Evidenz, dass sie eben extrem wirksam ist, darin den Tabakkonsum zu senken. Also das heißt, diese blauen Symbole hier zeigen eben an, was zu erreichen wäre, wie stark wir eben den Tabakkonsum senken könnten. Und das hätte natürlich auch einen enormen Effekt auf die zukünftige Zahl der Krebsfälle. Ist jetzt auch relativ klein und Sie müssen es auch gar nicht im Detail sehen, aber das, was Sie sehen können hier sicherlich, ist, dass hier links bei den Männern und rechts bei den Frauen hier diese gestrichelten Linien bei jedem Land eben deutlich abweichen von diesen dunklen, durchgezogenen Linien. Und die durchgezogenen Linien zeigen eben die Krebsfälle, wie sie sich entwickeln auf Basis der aktuellen Raucheranteile. Und die gestrichelten Linien zeigen das, was man erreichen könnte, wenn man eben eine effektive Tabakkontrolle implementieren würde. Und wir haben das auch geschätzt, dass das eben über einen Zeitraum von 20 Jahren könnte man über 1,5 Millionen Lungenkrebsfälle, also es sind nur Lungenkrebsfälle, wenn wir noch weitere Krebsfälle, die mit dem Rauchen zusammenhängen, berücksichtigen würden, wäre es natürlich wesentlich mehr. Also das Krebspräventionspotenzial von Tabakkontrolle ist natürlich enorm. So, was steht jetzt im neuen Beating Cancer Plan? Wie gesagt, ich habe es gerade eben wirklich einfach nur auf die Schnelle hier reinkopiert. Es ist tatsächlich auch, steht da nicht mal ganz eine Seite zum Thema Tabak, auch wenn es natürlich anerkannt wird als ein zentrales Thema. Geplant ist, eine tabakfreie Generation zu erreichen bis zum Jahr 2040. Das ist sozusagen die Vision, die dort formuliert wird. Und es sollen dafür eben verschiedene europaweite Instrumente ausgeweitet werden. E-Zigaretten sind hier im Prinzip nur am Rande erwähnt, weil natürlich die zentrale Rolle erstmal das Senken der Raucheranteile sind. Aber es ist eben auch geplant, die Regulierung von E-Zigaretten auszuweiten, im Wesentlichen das, was schon lange diskutiert wird, eben auch eine Steuern auf E-Zigaretten zu erheben. Das ist bislang in vielen EU-Ländern nicht der Fall und vor allem gibt es keine EU-weite Regulierung dazu. Und ein anderer Punkt ist auch, dass geplant ist, eben E-Zigaretten verstärkt eben auch unter die Nichtraucherschutzgesetze fallen zu lassen. Und ja, da bleibt es natürlich abzuwarten, was da tatsächlich dann konkret auf EU-Ebene erarbeitet wird. Das wird sicherlich auch noch einige Jahre dauern, bis wir da konkrete Maßnahmen haben. Und dann muss es natürlich eben auch noch in den Ländern umgesetzt werden. Also was das letztendlich genau bedeutet, bleibt eben abzuwarten. Ja, kurz zur Rolle der E-Zigarette in der Krebsprävention. Darauf will ich jetzt noch kurz eingehen, aber vorausgeschickt sei tatsächlich auch, dass man da zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht so wahnsinnig viel sagen kann. Es gibt natürlich Studien, die versuchen, abzuschätzen, was sozusagen das Public Health Potenzial der E-Zigarette ist. Also das heißt, wie viele
Sterbefälle oder Lebensjahre man retten könnte durch die E-Zigarette, basierend auf dem, was wir zum aktuellen Zeitpunkt wissen über die E-Zigarette. Und da muss man im Wesentlichen zwei Effekte trennen. Zum einen das Potenzial in der Tabakentwöhnung und das Restrisiko, das mit der E-Zigarette eben verbleibt, wenn man umsteigt. Auf der anderen Seite aber eben auch die Gefahr, dass Jugendliche mit der E-Zigarette anfangen, möglicherweise sogar zu Rauchern oder Raucherinnen werden. Bis jetzt ist es eigentlich so, dass diese Studien, die wir haben, die das versuchen abzuschätzen, eben alle sagen, dass es einen gewissen, also einen positiven Effekt geben kann. Das heißt, dass eher Leben gerettet werden. Und Ähnliches könnte man eben auch zum Krebspräventionspotenzial sagen, denn wir wissen auch, dass in der E-Zigarette im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten deutlich weniger krebserzeugende Substanzen enthalten sind. Das sehen Sie hier in dieser Grafik dargestellt. Da hat man eben versucht, das Krebspotenzial zu schätzen. Hier ist eben das, was bei den E-Zigaretten zu finden ist, an krebserzeugenden Substanzen und daraus abgeleiteten Krebspotenzial. Und das ist eben deutlich weniger. Das ist eine logarithmische Skala, also das sind hier wirklich Größenordnungen. Das ist deutlich weniger als das, was in Tabakrauch zu finden ist. Das heißt, man könnte vermuten, wir können es natürlich aktuell nicht sagen, aber dass es natürlich auch ein gewisses Potenzial der E-Zigarette für Krebsprävention gibt, auch auf Bevölkerungsebene, sofern der Rauchstopp mit der E-Zigarette häufiger ist als der Rauchstart mit der E-Zigarette und wir es auch schaffen, den dualen Konsum möglichst gering zu halten. Und die entscheidende Frage aber letztendlich ist, wie kann man dann die E-Zigarette dann auf politischer Ebene so regulieren, dass eben dieser Public Health Nutzen maximiert wird. Und da haben wir eben einen entscheidenden Zielkonflikt, nämlich wenn wir zu wenig Regulierung haben, dann erhöht das die Attraktivität der Produkte für Jugendliche und erhöht auch die Risiken der Produkte. Auf der anderen Seite ist es aber eben so, dass wenn wir zu viel Regulierung haben, dann würde es eben das Entwöhnungspotenzial von E-Zigaretten für die Raucherinnen und Rauchen entsprechend senken. Das heißt, letztendlich kommt es dann eben darauf an, eine Regulierung zu finden, die eben auf der einen Seite die negativen Wirkungen von E-Zigaretten minimiert und auf der anderen Seite das Potenzial für positive Auswirkungen eben nicht schmälert. Und da ist natürlich auch ein bisschen zu berücksichtigen, dass solche Maßnahmen, da muss man es im Zweifelsfall dann auch ertragen, dass eben auf individueller Ebene möglicherweise für einzelne Nachteile Effekte sind, wenn eben auf der Gesamtbevölkerungsebene wir eben den Nutzen haben. Das ist genauso wie bei der Impfung. Bei Impfung ist es ja auch so, dass eben Einzelne möglicherweise tatsächlich auch möglicherweise schwerwiegende Impfreaktionen haben können. Aber wir wissen eben, insgesamt ist es für die Bevölkerung von großem Nutzen, weil eben dieser Gemeinschaftsschutz, dieser Herdenschutz entsteht. Und dieser Zielkonflikt ist eben auch nicht auszuräumen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was, glaube ich, dazu führt, dass wir in diesem Punkt eben auch so viel emotionale Diskussionen führen. Denn da hat jeder auch seine eigene persönliche Meinung dazu, ob man eben den Jugendschutz höher wertet als die Schadensminderung bei Rauchenden oder umgekehrt. Und da kann man natürlich eben sehr stark auch emotional drüber streiten. Aber letztendlich ist diese Frage auch gar keine wissenschaftliche Frage, sondern es ist eine politische Frage. Das ist letztendlich die Entscheidung der Politik, wie sie diese Maßnahmen gegeneinander abwägen möchte und diese Risiken gegeneinander abwägen möchte. Ja, also abschließend noch gesagt, natürlich für eine effektive Krebsprävention brauchen wir einen Mix an Maßnahmen. Wir brauchen eine klare Strategie. Inwieweit das dieser Beating Cancer Plan leisten kann, müssen wir sehen. Wir haben eben auch darüber gesprochen, wie man denn überhaupt die Rauchstoppmotivation steigern kann. Und da spielt sicherlich auch die Tabakkontrolle eine entscheidende Rolle, Tabaksteuererhöhung beispielsweise. Und auf der anderen Seite muss es aber eben auch eine bessere Unterstützung beim Rauchstopp geben. Und ein Punkt, den ich, da schließe ich mich Tobias Rüther an, wir brauchen vor allem in erster Linie, wenn wir über die Rolle der E-Zigarette diskutieren, eine sachliche statt einer emotionalen Debatte. So viel von meiner Seite. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Moos. Wir können leider keinen Applaus einspielen. Also großartiger Vortrag, breite Perspektive. Wichtig vor allem, es fehlt irgendwie eine Strategie. Und was mich vor allem wundert, es fehlt eine Strategie innerhalb der EU. Beim Impfen haben wir uns europäisch so harmonisiert, weil Sie es schon ansprechen. Wir haben den Impfstoff gemeinsam beschafft und so weiter. Beim Rauchen macht jedes Land einen eigenen Weg und Deutschland ist, glaube ich, relativ hinten dran. Das hatten Sie, glaube ich, am Rande erwähnt. Die Frage, die ich jetzt an Sie hätte, weil Sie es halt mehrmals angesprochen haben,
Sie kennen diese Zahlen sicherlich von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Zahl der jugendlichen Raucher von 13 bis 18 Jahren ist in Deutschland rückläufig. Und diejenigen, die rauchen, haben nicht mit der E-Zigarette begonnen, mehrheitlich nicht. Die Frage ist also, ist diese Gateway-Theorie wirklich relevant? Ist das so entscheidender Faktor gegen eine Regulierung? Weil Sie sagten, zu wenig Regulierung fördert die Attraktivität. Da haben wir jetzt ein Werbeverbot. Unter 18-Jährige dürfen das auch gar nicht mehr kaufen und so weiter. Und andererseits den Mangel an Tabakregulation, den Sie angesprochen haben, mit den sozialmedizinischen Folgen, das ist ja also unglaublich, 85 Todesfälle in Deutschland alleine durch Krebs, durch Rauchen, wenn man das so zählen kann. Das ist ja eine so große Zahl, dass man doch ernsthaft darüber nachdenken muss. Wie können Sie da noch ein Wort zu den Jugendlichen nochmal verlieren? Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass wir zumindest bis jetzt in Deutschland nicht sehen, dass die E-Zigarette bei Jugendlichen zu einer Epidemie oder was auch immer geführt haben müsste. Das größte Problem ist bei uns immer noch der Tabak. Sowohl in der erwachsenen Bevölkerung haben wir weiterhin hohe Raucheranteile und sehen wirklich nur langsam eine Senkung. Und bei Jugendlichen ist es so, dass wir zwar sehen, dass der Tabakkonsum zurückgeht, aber er ist auch immer noch häufiger als der E-Zigarettenkonsum. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Risiko, das man auch diskutieren muss und wo man eben auch entsprechende Regulierung muss, dass die E-Zigarette eben nicht unter Jugendlichen an Attraktivität gewinnt. Also da gehört es für mich schon auch dazu, dass man eben sicherstellt, dass es keine Werbung geben darf, beziehungsweise das, was es an Werbung gibt, sich eben nicht an Jugendliche richtet. Das heißt, wir müssen das schon auch im Blick behalten, können in Deutschland bis jetzt aber vergleichsweise entspannt sein, weil wir da eben keine starken Anstiege bis jetzt zu verzeichnen haben. Anders als beispielsweise in den USA, die deswegen das Thema auch nochmal anders angeht. Aber also das heißt, Panik brauchen wir da keine zu haben momentan, aber im Blick behalten sollte man das sicherlich. Ich glaube, der Herr Kröger wollte eine Frage stellen. Kann man ihn hören? Ich hatte in meinem Vortrag schon hingewiesen, von meinen eigenen Kindern weiß ich, dass doch die Shishas viel größere Attraktivität haben. Wo wir polarisieren so bei E-Zigarette versus Tabakzigarette. Bei den Kindern muss man diese Produkte ansprechen. Wie wird das politisch diskutiert? Ja, völlig richtig. Also ich habe das auch häufig in Vorträgen schon mal verdeutlicht, also dass tatsächlich die Wasserpfeife unter Jugendlichen ein größeres Problem ist als die E-Zigarette. Wir sehen da jetzt auch mittlerweile, dass es sich so ein bisschen stabilisiert hat. Aber auch da braucht es sicherlich noch wesentlich bessere Regulierung. Also das ist, wenn man sich das mal genauer anschaut, was da passiert, dass da eben in Musikvideos geworben wird und vieles mehr. Das ist natürlich für Jugendliche hochattraktiv und da bräuchte es sicherlich mehr Maßnahmen auch, die Diskussion um das zu reduzieren. Okay, wir müssen leider erstmal weitermachen. Herr Frau Moos, ganz herzlichen Dank. Also wie immer ein sehr umfassender Vortrag. Vielen Dank. Wir kommen jetzt noch mal etwas detaillierter zum Thema, was uns Frau Dr. Pieper berichten wird. Toxikologisch, also was messbar ist, wie ausgeprägt ist die toxikologische Schadstoffreduktion, also was ist im Dampf nicht drin, was in der Zigarettenrauch drin ist und vielleicht auch ein Wort über Tabakerhitzer dabei, weiß ich nicht. Frau Pieper, Sie haben das Wort. Ja, hallo. Ich arbeite am Bundesinstitut für Risikobewertung. Ich bin Chemikerin und bin ja als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Ich arbeite in einem kleinen Team. Wir bewerten die gesundheitlichen Risiken von E-Zigaretten und Tabakerhitzern und ich betreue dazu auch Forschungsarbeiten. Sie haben ja jetzt schon eine ganze Menge Informationen bekommen und fragen sich vielleicht, was ich dazu noch beitragen kann. Viele von Ihnen stehen der E-Zigarette sicherlich sehr kritisch gegenüber. Diese kritische Haltung kann ich gut verstehen. Mein Ziel ist es jetzt, Ihnen mal die Funktionsweise aufzuzeigen und Ihnen auch ein paar Zahlen und Fakten an die Hand zu geben, damit Sie die Informationen, die Sie bekommen haben, besser einordnen können und vielleicht auch Ihre Patienten dann besser beraten können. Ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm frei. Genau, ich möchte über die E-Zigaretten und Tabakerhitzer reden. Wie ausgeprägt ist die toxikologische Schadstoffreduktion? Im Tabakrauch findet man über 4.800 verschiedene Verbindungen und 89 davon sind erwiesenermaßen gesundheitsschädlich. Und Rauchen kann auch tödlich sein.
Aber sollten Sie jetzt einem starken Raucher, dem es schwerfällt, mit dem Rauchen aufzuhören, die E-Zigarette empfehlen? Hier habe ich mal als Übersicht dargestellt, wie ein Tabakerhitzer und eine E-Zigarette funktionieren. Grau unterlegt es nochmal die konventionelle Tabakzigarette. Die konventionelle Tabakzigarette ist ein sehr optimiertes Produkt. Zieht man an der Zigarette, verbrennt der Tabak bei ungefähr 900 Grad. An diese Glutzone schließt sich die Pyrolysezone an. Hier herrscht Sauerstoffmangel, es kommt zu endothermen Reaktionen. Das organische Material wird zersetzt. Die gasförmigen Produkte werden dann in die Destillationszone überführt. Hier ist die Temperatur noch mal niedriger. Und hier entstehen tatsächlich die meisten gesundheitsschädlichen Substanzen. Das wird dann als sogenannter Hauptstromrauch eingeatmet. Und der Hauptstromrauch setzt sich zusammen aus einer partikulären Phase, das sind kleine feste Bestandteile, und aus einer Gasphase. Im Gegensatz dazu der Tabakerhitzer. Es ist ein batteriebetriebenes System. Für den Tabakerhitzer braucht man spezielle Tabakstangen, die durch eine Heizquelle erhitzt werden, bis zu 350 Grad. Das ist doch deutlich niedriger als die 900 Grad, bei denen der Tabak in einer konventionellen Zigarette verbrennt. Im Vergleich dazu, E-Zigaretten ist auch ein batteriebetriebenes System. Hier wird ein Liquid verwendet, dem Nikotin zugesetzt werden kann. Dieses Liquid wird auf Temperaturen bis zu 200 oder 250 Grad erhitzt, um dann verdampft zu werden. Und dieses Aerosol kann eingeatmet werden. Neu auf dem Markt sind auch sogenannte Nikotinbeutel. Diese enthalten Nikotinsalze und Zusatzstoffe und werden unter die Oberlippe platziert. Auf die E-Zigaretten möchte ich noch mal ein bisschen genauer eingehen. E-Zigaretten gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Formen und Farben. Ich habe es hier mal versucht darzustellen. Wenn man eine E-Zigarette bestimmungsgemäß verwendet, kann man eine Reduktion der gesundheitlich bedenklichen Stoffe von mehr als 90 bis 95% erreichen, also im Vergleich zur Tabakzigarette. Allerdings ist die Zusammensetzung des Aerosols abhängig von den Geräten, von den Einstellungen und auch von dem Liquid. Was ist eigentlich in dem Liquid? Es ist kein Wasserdampf, sondern es werden dort Verdampfungsmittel verwendet, Propylenglykol und Glycerin. Und diesen Verdampfungsmittel werden Aromen zugesetzt. Ganz beliebt sind Apfel, Minze, Zitrusaromen, aber auch Erdbeere. Und natürlich wird oft Nikotin dazugesetzt. In Deutschland gibt es über 1000 verschiedene Liquids. Und diese große Anzahl an Liquids stellt auch eine große Herausforderung an die gesundheitliche Risikobewertung dar. Die Geräte werden ständig weiterentwickelt. Ich habe hier mal zwei Geräte. Das ist so eine normale E-Zigarette. Hier ist die Temperatur und die Leistung voreingestellt. Man hat die Batterie und hier oben die Kartusche, wo ein Liquid eingefüllt werden kann. Und an dem Mundstück kann man dann ziehen. Der Trend geht auch hin zu noch kleineren Produkten, die eher so unauffällig sind, die so aussehen wie so ein länglicher USB-Stick. Und hier kann man eine Kartusche verwenden, wo die Heizquelle und das Liquid bereits eingefüllt sind, und es ist ein Wegwerfprodukt, und aber recht einfach zu verwenden. Mit diesen beiden Produkten inhaliert man ähnlich wie bei der Tabakzigarette so kleine Volumina, die man sammelt und dann verdünnt in die Lunge einatmet. Viele von Ihnen kennen vielleicht auch diese großen Wolken, die man manchmal sieht, wenn man E-Zigarettenkonsumenten auf der Straße sieht. Dafür verwendet man größere Geräte. Die haben einen leistungsstärkeren Akku und hier kann man Leistungen von über 20 Watt erzielen. Hier kann ein Volumen von über 300 Milliliter erzeugt werden, was dann direkt eingeatmet wird. Das ist ähnlich wie bei der Wasserpfeife. Um allerdings diese gesundheitlichen oder die gesundheitlich bedenklichen Stoffe um mehr als 90 bis 95% zu reduzieren, empfehlen wir, nicht solche hohen Leistungen zu verwenden und auch diese hohen Temperaturen zu vermeiden. Außerdem sollte man darauf aufpassen, dass man nicht Aromastoffe oder Zusatzstoffe verwendet, die zu Allergien und Unverträglichkeiten führen können. Auf der nächsten Folie habe ich Ihnen einmal den Gehalt an ausgesuchten Analyten im Hauptstromrauch zusammengestellt. Hier einmal einen Datensatz für konventionelle Tabakzigaretten in Grau dargestellt, Orange für einen Tabakerhitzer, der auf dem deutschen Markt erhältlich ist. Da gibt es Daten vom Hersteller und wir haben dazu auch eine
Studie durchgeführt und für die E-Zigaretten auch einen Datensatz, wo eine ganz normale E-Zigarette verwendet wurde, bei der man Temperatur und Leistung nicht einstellen kann, sondern die sind voreingestellt. Und man setzt so 15 Züge an und das vergleicht man dann mit einer E-Zigarette oder eben einem speziell hergestellten Tabakstick für den Tabakerhitzer. Hier ist das mal grafisch dargestellt. Ganz allgemein kann man sagen, dass der Schadstoffgehalt in den Aerosolen vom Tabakerhitzer und von der E-Zigarette doch deutlich reduziert ist im Vergleich zur konventionellen Zigarette. Hier rechts sieht man den Gehalt an ausgesuchten Carbonylen, Acetaldehyd, Acrolein und Formaldehyd. Das sind Substanzen, die für tabakassoziierte Krebserkrankungen verantwortlich sind, aber auch für Erkrankungen des Rachenbereiches. Für den Tabakerhitzer kann man Reduktionen von 85-90% erzielen. Und für die E-Zigarette liegt die Reduktion des Schadstoffgehalts sogar bei 95%. Diese Substanzen werden bei relativ niedrigen Temperaturen erzeugt, bei 50-500 Grad. Hier auf der rechten Seite sehen Sie flüchtige organische Verbindungen, Acrylnitril, 1,3-Butadien und Benzol. Diese Verbindungen entstehen bei höheren Temperaturen, bei 500-800 Grad, die im Tabakerhitzer und in der E-Zigarette gar nicht erreicht werden. Deshalb liegt auch dafür die Reduktion nochmal deutlich niedriger. Diese Stoffe findet man in den Aerosolen vom Tabakerhitzer, also in 89% reduziert im Vergleich zur Tabakzigarette. Und in den Aerosolen der E-Zigarette kann es teilweise gar nicht bestimmt oder auch gar nicht nachgewiesen werden. Die Reduktion in den Aerosolen der E-Zigarette ist 99% oder sogar mehr. Zu beachten ist natürlich das Suchtpotenzial. Das ist, wie wir schon gehört haben, bei der Tabakzigarette sehr hoch, beim Tabakerhitzer ebenfalls sehr hoch, denn der Nikotingehalt in dem Aerosol ist vergleichbar mit dem der Tabakzigarette. Und für die E-Zigarette ist auch noch ein Suchtpotenzial vorhanden, denn man kann ja nikotinhaltige Liquids verwenden. Zu den gesundheitlichen Risiken der E-Zigarette sind natürlich sehr hoch, aber für den Tabakerhitzer sind weiterhin gesundheitliche Risiken vorhanden, denn gerade hier im Beispiel der Carbonylverbindung kann man ja sehen, die sind ja immer noch vorhanden und man kann allerdings jetzt von der Reduktion des Schadstoffgehalts nicht 1:1 auf eine Reduktion der gesundheitlichen Risiken schließen. Bei der E-Zigarette sind ebenfalls gesundheitliche Risiken weiterhin vorhanden. Allerdings kann man hier mit der Wahl eines entsprechenden Gerätes und Liquids das Ganze beeinflussen und auch die Betriebsbedingungen sind hier wichtig. Hier kann man für die E-Zigarette die größten Reduktionen der Schadstoffgehalte erzielen, was sich auch in den gesundheitlichen Risiken widerspiegelt. Ja, abschließend wollte ich noch mal kurz was zu den Nikotinbeuteln sagen. Diese sind neu auf dem Markt. Das sind so kleine Beutelchen, die man sich unter die Oberlippe platziert und dort für 30 bis 40 Minuten verbleiben. Es ist ein tabakfreies Produkt. In diesem Beutelchen befinden sich Nikotinsalze, Zusatzstoffe und Aromastoffe. Man verwendet es ähnlich wie Kautabak oder Snus. Das Suchtpotenzial ist sehr hoch. Bisher fehlen allerdings unabhängige Untersuchungen zum Nikotingehalt, zu den Kontaminationen und zum Schadstoffgehalt. Das ist dringend notwendig, damit wir diese Nikotinbeutel auch bewerten können. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Pieper, für diese Daten. Es war ein bisschen aufgrund der Zeit geschuldet etwas pauschal gehalten, aber ich finde es immer wieder beeindruckend, den Unterschied zu sehen in diesen krebserregenden Substanzen, die in dem Tabak-Hauptstromrauch, sagen wir mal, drin sind im Vergleich zu den beiden anderen Produkten. Und allein der gesunde Menschenverstand würde doch sagen, dass eine 95-99%ige Reduktion der Konzentration sich doch auch auf die Kanzerogenität auswirken müsste, aber das wird halt immer noch beforscht. Was ich jetzt mitnehme oder was wir alle mitnehmen sollten, ist, es ist ein Restrisiko. Aber das Restrisiko ist klein. Das kommt mir so vor wie beim Kernkraftwerk. Ja. Also es bleibt ein Restrisiko bestehen. Wir können nicht sagen, diese Produkte sind unbedenklich oder gesund. Und dann kommt eben die Gretchenfrage, dürfen wir als Ärzte ein potenziell schädliches Produkt eben trotzdem empfehlen in der Abwägung zu dem noch größeren Schaden, der durch Zigaretten weiterrauchen entsteht oder nicht? Aus Ihrer Sicht,
Ist bei der Vielfalt der E-Zigaretten und Tabakerhitzer oder diese anderen Produkte, sind da noch Überraschungen zu erwarten oder können wir sagen, diese Daten sind jetzt als bekannt anzusehen und sollten auch in der Diskussion dann verwendet werden dürfen? Also die Daten, die ich präsentiert habe, die sind als bekannt anzusehen. Also ändert sich da doch was, ja. Bei der Zigarette gibt es natürlich immer Aromen, die vielleicht zu höheren Risiken führen können. Und es gibt auch nicht den Tabakerhitzer. Also auch jeder Tabakerhitzer, der auf den Markt kommt, den muss man separat untersuchen. Genau, und dies geschieht aber nicht mit der gleichen Strenge wie bei neuen Medikamenten, sondern das sind ja nicht mal Medizinprodukte. Wie ist denn da die gesetzliche Regulierung? Muss das überhaupt untersucht werden oder kann man das auf den Markt bringen und dann untersuchen Sie das freiwillig? Also die Hersteller müssen darauf achten, natürlich welche Substanzen, die zusetzen. Es dürfen keine krebserzeugenden Substanzen zugesetzt werden. Es gibt da eine ganze Menge Regularien, aber bisher gibt es keine Vorschrift, dass sie auch wirklich die Inhalationstoxikologie dieser Substanzen untersuchen müssen. Das ist interessant, ja genau. Gibt es da noch Fragen von den anderen? Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir wollen ja nachher noch alle zusammen kurz zwei, drei Themen ansprechen. Hat da jemand noch eine konkrete Frage an die Frau Dr. Ich fand das sehr instruktiv. Und auch nochmal der Hinweis darauf, dass E-Zigarette nicht gleich E-Zigarette ist und verschiedene Wattstärken und verschiedene Aromen und Konzentrationen einen Unterschied machen. Und vor allem der Hinweis darauf, dass Aromen auch gefährlich sein können, wenn man dann Missbrauch betreibt. Das haben wir ja vor zwei, drei Jahren erlebt in den USA. Also dann danke ich Ihnen schon mal ganz herzlich. Auch hier ein Applaus eingespielt virtuell. Und jetzt kommen wir zurück in die Klinik. Wir haben mit der Klinik angefangen, mit der Gefäßmedizin. Jetzt kommen wir zur Pneumologie. Herr Dr. Hering, ausgewiesener Experte, hat auch viele Publikationen zu dem Thema und Positionen formuliert, auch in der Leitlinie mitgewirkt, wenn ich das richtig sehe. Wie sieht man das jetzt bei COPD-Patienten oder überhaupt bei Lungenpatienten? Dürfen die überhaupt irgendwas inhalieren? Hat die E-Zigarette da immer noch einen Vorteil oder ist sie dort tatsächlich dann vom Dr. Faustus empfohlenes Teufelszeug? Herr Dr. Hering. Ja, vielen Dank. Thomas Hering in Berlin. Sie haben gesagt, hier kommt die Klinik, um da kein Missverständnis zu haben. Ich bin klinisch tätig, aber ja, das mag ich jetzt. Und das, okay. Das ist für mich immer eine ganz entscheidende Perspektive, denn ich sehe in großer Zahl Patienten mit COPD, das ist eine der wesentlichen Folgeerkrankungen durch das Tabakrauchen. Und zu dieser Thematik möchte ich jetzt mit Ihnen auch sprechen und Ihnen zeigen, was in der Lunge bei COPD-Patienten passiert und welche Rolle das spielt. Ich hoffe, dass mein Bildschirm jetzt zu sehen ist. Ist das so? Ich bekomme jetzt kein Feedback. Ah, okay. Okay, also mein Thema ist E-Zigaretten bei COPD, Entschuldigung, No-Go oder besser als Weiterrauchen. Und ich nehme es gleich vorweg. Natürlich ist das Resultat eben infolge der doch beträchtlich erheblichen verringerten Risiken die Empfehlung bei COPD-Patienten, die nicht anders behandelt werden können, die also es nicht schaffen, komplett von dem Rauchen wegzukommen, die E-Zigarette im Zweifel durchaus einzusetzen. Ich möchte Ihnen zeigen, wenn der Bildschirm mir das erlaubt, worum es geht. Hier wirklich nur noch ein ganz kurzer Blick auf die Zahlen. COPD in Deutschland, das sind 6 Millionen Erkrankte. Ja, wir wissen, dass ungefähr ein Drittel der chronischen Raucher tatsächlich die COPD entwickeln. Das sind nicht alle, sondern nur ein Drittel, genetische Faktoren. Wir wissen auch, dass ungefähr 20 Millionen Menschen in Deutschland rauchen und entsprechend kommen sie zu den ungefähr 6 Millionen COPD-Erkrankten. 90% haben das die Erkrankung vom Rauchen und wir wissen, dass ungefähr 30.000 pro Jahr, also ungefähr ein Viertel aller tabakassoziierten Todesfälle COPD sind. Das sind Zahlen, die jetzt das BZGA uns gibt. Und das, um das noch mal ein bisschen griffiger zu machen, bedeutet, alle 19 Minuten haben wir einen solchen Todesfall, in der Regel durch ein Ersticken auf der Intensivstation. Also aus der Sicht der Ärzte alltägliches Geschehen. Und ich glaube, dieses Bild macht deutlich, wie schwer es solche Patienten haben, die tatsächlich aufgrund des Versagens ihrer Atemwege und ihrer Lunge jetzt in Luftnot geraten. Um Ihnen zu verdeutlichen,
was da eigentlich letzten Endes passiert, habe ich Ihnen hier mal dargestellt. Einfach eine Lunge, das Bild einer Lunge, damit Sie das Volumen sich mal vorstellen können. Und das, was Patienten mit fortgeschrittener COPD dann noch an Volumen zur Verfügung haben, das ist ungefähr das, was ein größeres Glas Wasser noch hat, ungefähr 250, 300 Milliliter, mit denen der Patient hier anstelle der mehreren Liter, die ein erwachsener Mensch haben sollte, noch atmen kann. Das heißt, es ist wirklich ein Minimum an Gasaustausch, das da noch möglich ist. Stellen Sie sich vor, ich nehme Sie jetzt mal mit in eine, sozusagen in ein Fachgebiet, in die lungenfachärztliche Praxis. Und was Sie hier sehen, ist im Prinzip eine Lungenfunktionsmessung. Hier gibt mir das Gerät sozusagen vor, die Norm für den Patienten, wie viel er atmen sollte. Ja, das wäre also das, was eine normale Lunge an Atemkapazität produzieren sollte oder haben sollte. Und tatsächlich atmet der Patient im Vergleich dazu, Sie können sich diese Flächen vergleichen, das wäre die Fläche, die ungefähr die Atemkapazität eines Gesunden darstellt. Und tatsächlich hat ein Patient, der eben wirklich fortgeschritten COPD hat durch das Rauchen, nur noch ein Minimum an Atemkapazität zur Verfügung. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet, also inwieweit das hier wirklich zu schweren Atemnot führt. Das Fortschreiten dieser Erkrankung sehen Sie hier. Das ist jetzt ein beliebiger Patient aus meiner Praxis. Der verliert hier an Atemkapazität über die Jahre. Hier haben wir mal ungefähr 6 Jahre aufgezeichnet. Und ich sehe ihn ungefähr viertel- oder halbjährlich und messe die Atemkapazität immer. Und Sie sehen, sie sinkt über die Dauer meiner Behandlung stetig. Und zwar in einem Tempo, was eben zu einem vorzeitigen Versiegen der Atemkapazität führt. Ein solches Tempo lässt sich auch beziffern. Wir rechnen das regelmäßig aus und sehen dann also im Prinzip, wo das Ende ist. Das Ende kann man dann auch vorhersagen und sagen, ungefähr unterhalb von 400 Milliliter ist der Patient ungefähr bei dieser Größenordnung eines Glases Wasser vielleicht angekommen. Also die Menge Luft, die ein Glas Wasser sozusagen enthalten könnte. Und das bedeutet, dass er in die Nähe dessen kommt, was mit dem Leben nicht mehr vereinbar ist. Also hier symbolisiert durch dieses Zeichen, was wir in der Medizin für das Versterben verwenden. Wir messen als Lungenärzte regelmäßig das Kohlenmonoxid in der Ausatemluft als Marker für die Frage, raucht der Patient ja oder nein? Und Sie sehen schon Werte über 2% Kohlenmonoxidbindung an das Hämoglobin sind ein starker Hinweis darauf, dass geraucht wird. Und Sie sehen diesen Patienten hier, der hat ständig immer wieder hohes Kohlenmonoxid. Er hat es versucht, immer wieder mit unserer Beratung nicht zu rauchen. Es gibt immer mal kürzere oder längere Zeiten, in denen er es geschafft hat. Aber weil er süchtig ist, kommt er halt immer wieder in den hohen Tabakkonsum. Und deswegen schreitet eben sein Lungenfunktionsverlust fort, wie Sie das hier oben gesehen haben. Wenn er nicht raucht, dann sehen wir regelmäßig Werte des Kohlenmonoxids unter 2%. Und Sie sehen schon ganz am Ende hier in der Karriere, die ich jetzt hier Ihnen gerade zeige, dieses einen Rauchers, hat er tatsächlich es geschafft, dauerhaft in diesem Bereich zu bleiben. Der kritische Punkt, den habe ich Ihnen hier als gelben Kringel sozusagen markiert, ist der, wo die absinkende Kurve der Lungenfunktion sich schneidet mit der minimalen Atemkapazität, die dann das Leben von dem Tod scheidet. Wer diesen Punkt erreicht, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit kurzfristig auf der Intensivstation beatmet werden oder versterben. Eben alle 19 Minuten ein Patient in Deutschland. Was wir tun können und was wir eigentlich hier schon tun können, aber spätestens hier tun müssen, ist in irgendeiner Weise dafür zu sorgen, dass der entscheidende Schadstoff, nämlich der Rauch aus der Tabakzigarette, der macht die Entzündung, der treibt die Erkrankung, dass dieser Rauch abgewendet wird. Dann hat er eine gute Chance, dass er auf dem Niveau, was er noch hat, lieber hier, aber im Extremfall eben auch auf niedrigem Niveau, dieses wird er bewahren und hat dann eine gute Chance, weiterzuleben und eben nicht an der Erkrankung zu versterben. Meine zentrale Aussage hier ist also ganz klar, je näher am kritischen, tödlichen Punkt der Patient bereits ist, desto unbedeutender
werden eventuelle Langzeitrisiken der E-Zigarette. Also wenn man jetzt sagt, ja, wir wissen noch nicht ganz genau, was die E-Zigarette vielleicht an seltenen Lymphomen oder ich weiß nicht, was irgendeinen seltenen Krebs macht, der vielleicht bisher noch nicht entdeckt worden ist, dann muss man sagen, ja, das mag vielleicht ein Risiko sein, was in Bezug auf Jugendliche in Betracht kommt. Aber bei Patienten, von denen ich weiß, wenn die jetzt weiter rauchen, dann werden die mit Sicherheit eine schwerste Einschränkung der Lebensqualität und wahrscheinlich ein baldiges Versterben haben. Und da spielen solche Argumente definitiv keine Rolle mehr. Und deswegen sage ich ganz klar, diese Patienten sollen auf jeden Fall keinen Rauch mehr in die Lunge bekommen. Die E-Zigarette, auch der Tabakerhitzer sind in einer solchen Situation ganz klar Alternativen, die gegangen werden können. Aber eine entscheidende Aussage, ich hoffe, dass diese Aussage hier bei mir im Bildschirm ein bisschen verdeckt von den Bildern, ich hoffe, dass Sie sie sehen können, aber eine entscheidende Aussage ist hier, dass wer auf die Ersatzprodukte umsteigt, wer also E-Zigarette oder Nikotin, lass mich den Satz nochmal sagen, damit er klar ist, wer also umsteigt auf die E-Zigarette oder die Tabakerhitzer, der muss dieses vollständig tun. Wir wissen, dass ein geringes daneben Weiterrauchen den protektiven Erfolg dieser Maßnahme zunichte macht. Also umsteigen, dann unbedingt zu 100% auf E-Zigarette oder Tabakerhitzer. Optimale Lösung immer, Beendigung des sämtlicher Produkte, aber wenn dies nicht geht und wir wissen das bei Süchtigen, dann sind die E-Zigarette oder auch der Tabakerhitzer denkbare Alternative. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Hering. Das war sehr instruktiv, auch aus pneumologischer Sicht. Ich entnehme jetzt Ihren Worten, dass Sie also nicht grundsätzlich und nicht in allen Fällen der Meinung sind, dass ein Umstieg auf die E-Zigarette nicht empfohlen werden darf, sondern es gibt Fälle, wo man sagt, die sind schon so fortgeschritten in der COPD, da muss das Zigarettenrauchen sofort beendet werden und wenn es auch mit der E-Zigarette nur geht, dann eben so. Habe ich das richtig verstanden? Das haben Sie komplett richtig verstanden. Genau so ist es. Und Patienten, bei denen wir ja über die Jahre, ich habe Ihnen solchen Patienten gezeigt, wo wir über die Jahre erleben, wir versuchen, eine Tabakentwöhnung in irgendeiner Weise hinzubekommen und wir scheitern und scheitern, der ist immer wieder rückfällig. Ja. Da muss man sagen, dann ist die E-Zigarette für ihn der Weg in eine noch erträgliche, optimal bewahrte Gesundheit mit dem, was er an Atemkapazität noch hat. Denn die Studie von Hayek, die schon angesprochen wurde, hat ja auch gezeigt, die Zahl der bronchopulmonalen Infekte nimmt ab, wenn man ein Jahr umgestiegen ist. Und es gibt auch andere Studien, die Sie sicher besser noch kennen als ich, dass die COPD oder die Atemfunktion zumindest stabilisiert wird. Das heißt, der Progress der COPD kann gestoppt und verlangsamt werden. Das wird aber in der Diskussion gerade Ihrer eigenen Fachgesellschaft nicht in den Vordergrund gespielt. Können Sie uns erklären, warum sind viele Lungenfachärzte so radikal oder sagen Sie mal in ihrer Einschätzung der E-Zigarette, indem sie diese grundsätzlich ablehnen für alle, woran liegt das? Ja, Frau Munz hat es vorhin schon erwähnt, da ist an vielen Stellen eine Situation gegeben, wo alte Glaubenssätze nicht im Licht neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse beibehalten werden. Ich hoffe sehr, dass es uns auch mit Diskussionen, wie wir sie hier haben, jetzt gelingen wird, ganz klar ein Verständnis dafür zu wecken, dass die Risiken durch E-Zigarette oder auch die Tabakerhitzer deutlich geringer sind. Und am Ende müssen wir als Mediziner eigentlich nur immer ein Kriterium im Auge behalten. Wie sehr können wir die Folgeerkrankungen, insbesondere das Versterben an den Folgeerkrankungen, herabsetzen? Bei allen anderen Interventionen in der Medizin ist dieses Kriterium ganz klar gegeben. Wir vergleichen zwei Medikamente und schauen, mit welchem kannst du mehr Leben retten bzw. Krankheiten abwenden und das mit der besseren Erfolgsquote und der geringeren Nebenwirkungsquote gewinnt und wird dann zugelassen. Genau dieselbe Sicht müssen wir auch hier haben auf die Entscheidung, ist die Intervention E-Zigarette statt Tabakzigarette in Bezug auf die Bewahrung von Leben eine günstige und gesicherte Option und dann müssen wir diesen Weg auch gehen und empfehlen. Genau, und dazu bedarf es einer sachlichen Diskussion, es bedarf der Erhebung von wissenschaftlichen Daten und
und keiner Radikalisierung, finde ich, ist meine persönliche Meinung. Wir können, bevor wir noch eine 10-minütige Roundtable machen, weil wir doch etwas länger gebraucht haben als erwartet, es waren aber sehr interessante Vorträge und Diskussionen. Herr Kröger wollte direkt noch dazu was fragen. Ja, genau, weil einige von den Referenten waren ja auch mit in der Leitliniengruppe und die Leitlinie ist ja neu erschienen. Und da ist dieser Streit ja fortgeführt. Wenn Sie die Leitlinie lesen, mit Fußnoten an und drum und dran, hat diese Kommission sich ja nicht einigen können. Was mache ich jetzt als Kollege, der diese Leitlinie liest? Lese ich jetzt die Sätze, die negativ sind, oder lese ich jetzt die Sätze, die positiv sind? Oder habe ich alles auf die nächsten 5 Jahre verschoben und warte, bis die neue Leitlinie rauskommt? Bevor Sie antworten, darf ich da noch mal kurz einhaken, weil das war das Thema für die Roundtable. Ich wollte das ein bisschen allgemeiner fassen. Ja. Ich wollte in die Runde jetzt überleiten mit der Frage, genau dieses Thema. Ich wollte jetzt nicht interner der Leitlinienproduktion besprechen. Aber wir alle Referenten haben Erfahrung mit Leitliniengestaltung. Jetzt haben wir eine Leitlinie, die nach dem Cochrane Review veröffentlicht wurde, der im Oktober erschienen ist, die Leitlinie im Januar, aber verfahrenstechnisch wohl schon abgeschlossen, die diesen Cochrane Review, der ja einen gewissen Effekt der E-Zigarette zumindest beschreibt, sage ich mal so, als weiche Empfehlung, aber aufgrund der vielen Studien, die dazu existieren. Wenn Sie jetzt eine Leitlinie neu schreiben müssten, würden Sie die Empfehlung nochmal wiederholen, dass die E-Zigarette nicht empfohlen werden soll zur Rauchentwöhnung? Das steht leider in der Leitlinie drin und die wird jetzt also auch allen Politikern und Entscheidungsträgern wohl vorgelegt werden. Das ist auch, glaube ich, keine europäische Leitlinie so ohne weiteres verfügbar. Ich würde das gerne mal der Reihe nach durchfragen, wie die Meinung hierzu ist. Vielleicht können wir mit Herrn Hering anfangen. Würden Sie das nochmal so oder sollte man, wenn wir das jetzt selber machen, wir können ja auch hinterher gerne ein zusammenfassendes Schriftstück hier nochmal formulieren. Wir würden das doch wahrscheinlich nicht so formulieren, aufgrund der Evidenz, meine ich jetzt. Ich will die Antwort, das ist eine Suggestivfrage. Ich war ja Teil dieser Diskussion und die Meinungen sind da sehr aufeinander geprallt. Meine eigene Position habe ich Ihnen eben schon wieder gegeben. Ja. Das heißt, im Prinzip könnte man es auch anders formulieren. Das heißt, im Grunde müsste man diese Leitlinie kommentieren oder diesen Cochrane Review nochmal irgendwie dranhängen. Das ist so meine Meinung, da wird einfach die Evidenz, die der Cochrane Review ja schafft, da einfach nicht besprochen. Wie sehen denn das, wie würde das denn zum Beispiel die Frau Mons sehen? Also Sie sind ja da jetzt in der Prävention erfahren und auf europäischer Ebene. Ist diese deutsche Leitlinie denn jetzt für den Alltag brauchbar und auch für Tobacco Regulation jetzt ein gutes Tool geworden oder lässt die uns jetzt alleine etwas? Ja, also ich würde gerne zunächst noch mal trennen zwischen der Bevölkerungsperspektive und der Patientenperspektive. Okay. Ich habe ja wirklich eben diese Bevölkerungsperspektive gehabt. Da geht es wirklich auch vor allem um die Frage, wie kann man solche Produkte regulieren? Wie kann man politische Maßnahmen so einsetzen, dass sie eben den besten Nutzen für die Gesamtbevölkerung haben? Und da muss man dann natürlich auch eben solche negativen Effekte möglicherweise auf den Einstieg und solche Sachen berücksichtigen. Aber die Patientenperspektive oder die Behandlungsperspektive, Versorgungsperspektive ist ja eine andere. Also es sollte aus meiner Sicht kein Arzt, keine Ärztin einem Patienten davon abraten, die E-Zigarette zu verwenden, weil irgendwo ein Kind, Jugendlicher davon, motiviert werden könnte, mit dem Rauchen anzufangen, sondern es geht dann in dieser Situation natürlich nur um die Gesundheit des Patienten und für diesen Patienten eben das Bestmögliche zu erreichen und da eben Risiken gegeneinander abzuwägen. Man muss natürlich sagen, bei der S3-Leitlinie, es war natürlich schade, dass der Review zu spät sozusagen erschienen ist. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das viel geändert hätte, wenn er vorher erschienen wäre und mit in die Diskussion eingebracht hätte, weil die Leitlinie eben nicht nur auf der Evidenz basiert, sondern eben auch ein Konsensprodukt der beteiligten Fachgesellschaften ist. Und das, was eben jetzt entstanden ist, hier diese Leitlinie, das ist sozusagen dieses Konsensprodukt. Und für mich entscheidend ist tatsächlich eben auch, das muss man in der Leitlinie nachlesen, sie weist auf die Risiken der E-Zigarette hin, sie weist aber eben auch auf das Entwöhnungspotenzial der E-Zigarette hin. Und für mich entscheidend ist der Satz, der eben in dem Text, in dem Hintergrundtext steht, sollte der Einsatz der E-Zigarette zur Unterstützung der Tabakabstinenz erwogen werden, dann nur nach Versagen oder Ablehnung anderer evidenzbasierter Maßnahmen sowie Aufklärung über bekannte Risiken bei gleichzeitiger Beendigung des Tabakkonsums. Und das, denke ich, ist eben durchaus ein zentraler Satz hier, weil er eben die Tabakleitlinie rät nicht davon ab,
die E-Zigarette in solchen Fällen zu verwenden, sondern ermöglicht damit eben auch den Einsatz der E-Zigarette in diesen Fällen, wo eben andere Maßnahmen nicht gewünscht sind oder eben versagt haben. Und ich finde das zentral, weil das ist tatsächlich eben ansonsten in der Leitlinie nirgendwo zu sehen, was machen wir mit den Patienten, die eben einfach nicht erreichbar sind, wo wir mit zahlreichen Maßnahmen eben einfach nicht erfolgreich sind, die bestimmte Maßnahmen auch ablehnen. Und da lässt es eben die Leitlinie tatsächlich auch zu, dass man in solchen Fällen eben die E-Zigarette einsetzt. Das finde ich sehr interessant. Gleich, Knut, vielleicht noch ein Wort von Herrn Rüther, aber auch dabei, wenn ich das richtig sehe, wie sehen Sie das noch? Weil Sie, die drei waren, glaube ich, da beteiligt. Also ich möchte auch nicht aus den Internen der Leitlinie. Nicht interne, sagen. Aber. Was mir auch ganz wichtig ist, ist also, die Leitlinie ist halt nicht nur Evidenz, das ist S2, sondern auch ein Produkt von allen Fachgesellschaften, die alle was dazu sagen können und die können auch feststehende Evidenz überstimmen. Und das ist nämlich passiert. Die Evidenz war auch schon, bevor dieses Cocktail-Gravel rauskam, ganz klar, dass man die E-Zigarette empfehlen konnte. Nur die Evidenz wurde herabgestuft, weil die Fachgesellschaft, und das ist die Gretchenfrage, sich über diese Gretchenfrage, diese politische Frage, kann man, ist Risikoreduktion was Gutes, aber Schlechtes, nicht einig werden konnten. Das war eigentlich das Hauptproblem. Ein wichtiges Thema ist aber für mich noch, dass wir bitte nicht die ganze Leitlinie jetzt abwerten. Die Leitlinie an sich ist ein tolles Produkt, da ist ganz viel Wissenschaft drin. Wie geht Tabakentwöhnung? Welche Sachen sind evidenzbasiert? Das ist jetzt nicht alles nur, weil das Thema von der E-Zigarette Käse geworden ist. Und der Hintergrundtext, den haben wir geschrieben, der ist nicht Käse. Es ist nur die Empfehlung Käse geworden. Und deswegen hat zum Beispiel meine Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin, für etwas wirklich eine Fußnote dahin gemacht und gesagt, ja, wir sehen diese Evidenz aber so. Das haben wir anders nicht geschafft. Sonst hätte ich das auch in unserer Gesellschaft nicht durchsetzen können. Aber insgesamt, die Hintergrundtexte sind immer noch sehr wissenschaftlich und die ganze Leitlinie ist extremst wertvoll zur Tabakentwöhnung, für politische Sachen, aber auch für Hausärzte. Und die haben sich wirklich sehr bemüht, wir haben uns alle sehr bemüht, das komprimiert darzustellen. Und nur weil jetzt das eine überstimmt wurde, was auch demokratisch ist, es ist einfach so, die Fachwelt ist sich nicht einig und die können das nicht zulassen. Nur weil das passiert ist, ist die Leitlinie kein Käse. Die Leitlinie ist super. Ja, danke. Also mir ist neu, dass man bei einer S3-Leitlinie die Evidenz überstimmen kann, dass das überhaupt geht, aber es scheint zu gehen. Die AWMF beaufsichtigt ja extra deshalb diesen Prozess. Aber danke für den Hinweis. Die Leitlinie ist insgesamt gut. Dieser Punkt ist, wie Sie gesagt haben, nicht gut gelungen. Ich weiß nicht, ob jemand von der AWMF zuhört. Das Wort Käse müssen wir wahrscheinlich dann rausstreichen. Aber Knut, vielleicht, du wolltest noch was dazu sagen. Herr Kröger. Ja, kommen wir mal weg von der E-Zigarette, genau zu den Medikamenten. Frau Mohns sagte ja, wenn empfehlen, erst nachdem alles andere ausgeschöpft ist. Wann ist bei Ihnen alles andere ausgeschöpft, Herr Rüther? Also wie viel Mühe, wie viel Zeit muss ich mir geben? Also ich würde jedem Patienten raten, eine evidenzbasierte Tabakentwöhnung sich zu überlegen. Und ich biete alles an, was es gibt. Es gibt einen Kurs, es gibt eine Beratung, es gibt dreierlei Medikamente. Und dann muss der Patient sich entscheiden. Und wenn er das nicht will oder nicht kann oder tausend, dann ist es für mich schon soweit. Das heißt jetzt nicht, du musst es probiert haben. Suchtmedizin funktioniert nicht so, du musst erst das gemacht haben und das. Das haben wir bei Opiatabhängigen früher auch gemacht. Du musst erst das geschafft und dann kommst du erst in eine Substitution oder sowas. Das hat sich gezeigt, das bringt nichts. Du musst den Leuten vernünftig mit ihnen reden, ihnen die Optionen klar machen. Und wenn das für den Patienten keine Alternative ist, würde ich sofort sowas empfehlen, bevor der Patient weiter raucht, weil das ist katastrophal. Insofern würde ich sagen, mal eine Kommentierung dieser Empfehlung, die E-Zigarette soll nicht zur Rauchentwöhnung empfohlen werden, schon für sinnvoll halten. Vielleicht können wir uns da einen Konsens bilden. Möchtest du das noch beantworten, was er gesagt hat, oder ist das für dich ausreichend beantwortet? Wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Meine letzte Frage noch auch an alle nochmal ist, was sollen wir jetzt tun? Sollen wir mehr im ärztlichen Bereich vorangehen mit vermehrter Aufklärung? Sollen wir Public Health Education machen oder sollen wir die Politik drängen, mehr zu regulieren? Frau Mohns hatte ja gesagt, die Regulation ist in Deutschland sehr schwach, aber meines Erachtens auch der Kenntnisstand der Ärzte und vor allem der Raucher selber sehr schlecht. Deswegen ist die Frage, sollen wir mehr Public Awareness schaffen oder sollen wir einfach auch mit gesetzlichen Regelungen ein bisschen mehr Dampf machen? Frau Mohns, vielleicht noch ein Wort dazu, weil Sie so nah an der Quelle da sind. Ja, ich kann es eigentlich mit wenigen Worten sagen. Also eigentlich brauchen wir alles davon, idealerweise natürlich gut aufeinander abgestimmt. Das sind alles, was Sie genannt haben. Also wir müssen bei den Ärzten, bei der Ärzteschaft ran, wir müssen bei der Bevölkerung ran. Wir müssen aber natürlich auch an die Politik ran, weil die eben die Rahmenbedingungen für all das setzt. Und wenn wir dann
ja, in einer idealen Welt hätten wir eben ein gut aufeinander abgestimmtes Maßnahmenpaket, einen guten Plan, eine gute Strategie. Und dann könnten wir damit auch erfolgreich sein. Die Bundesdrogenbeauftragte hat doch heute, glaube ich, über die sozialen Medien ein großes Programm angekündigt, wie sie Raucher zu Nichtraucher machen will. Wissen Sie da mehr darüber? Sind Sie da involviert? Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also ich habe gehört, dass geplant ist, mal wieder eine Kampagne zu machen, aber weitere Details sind mir leider noch nicht. Jemand anders aus der Gruppe? Ich kenne das Programm sehr gut, ja. Finde ich alles auch löblich, nur vergesst das Programm so ein bisschen, dass wir ein Riesenproblem haben in Deutschland, gerade dass die Tabakentwöhnung nicht bezahlt wird, ja. Und das ist genau das Problem, was da irgendwo jetzt, da wird sowas gemacht. In Wirklichkeit geht es darum, dass es endlich eine Kostenerstattung gibt, dass Ärzte, Therapeuten dafür bezahlt werden, dass sie Tabakentwöhnung machen, dass die Medikamente bezahlt werden. Und dann kann man, das ist eine schöne Kampagne, aber das andere darf nicht vergessen werden. Ja, ich denke, wir müssen langsam so eine Art Sum-up machen. Also ich würde denken, erstmal danke ich allen für diese äußerst fundierten Beiträge aus allen, fast alle Aspekte der Rauchentwöhnung. Wir haben uns über nicht nur Primärprävention, sondern auch Sekundärprävention unterhalten. Das heißt, wie kann man Raucher vor noch größerem Schaden schützen? Und dann letztlich haben wir uns darüber unterhalten, was machen wir mit Patienten, die bereits erkrankt sind? Das ist ja auch eine Motivation für mich, weil wir auch, der Herr Kröger, in der Gefäßmedizin eben die Endzustände sehen und wir aufwendige Therapien durchführen, um die Leute, die Patienten zu retten. Aber die meisten Raucher sind ja noch keine Patienten. Und deshalb glaube ich, dass eine öffentliche Aufklärungsarbeit und solche Runden wie diese sehr hilfreich sind. Und ich darf mich bei der Gelegenheit nochmal bei allen bedanken, die teilgenommen haben, Referat haben, sich die Mühe gemacht haben, auch bei Frau Dr. Pieper, die, glaube ich, ja sogar gleich einen Anschlusstermin hat, dass sie teilgenommen haben, dass sie hier bei uns unterstützt haben. Und ich hoffe, dass wir uns in einem Jahr mit dann wieder neuen Erkenntnissen in Karlsruhe wiedersehen können. Und bedanke mich auch nochmal bei den Organisatoren für die Aufzeichnung der Sendung und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.